Ah, Kiev. Du träumst schon seit Jahren davon, hierher zu kommen. Du holst deine treue Kamera raus und machst Fotos von den Kathedralen, dem Luftfahrtmuseum und dem Dnipro-Fluss, als es plötzlich einen enormen Knall hinter dir gibt. Du drehst dich um und siehst etwas in der Ferne aufragen. Es sieht aus wie eine gigantische Explosion. Oh oh, Zeit zu verschwinden. Schnell! Was die Menschen in Kiew im Juni 2020 sahen, war eine Amboswolke, eine seltene Sturmformation am Himmel. Sie bilden sich, wenn starke Luftströmungen Wasserdampf nach oben tragen. Die Luft dehnt sich und breitet sich aus, wenn sie den Rand der Stratosphäre erreicht. Sie drückt die dichte Wolke in die kühle Ambossform, die du siehst. Und manchmal wird sie sogar zu einem Pilz. Ambosswolken erzeugen einige der gefährlichsten Blitze aller Stürme, die man auch als Blitz aus heiterem Himmel bezeichnet. Dieser Blitzschlag scheint wie von Zauberhand aus dem blauen Himmel zu kommen, obwohl der Sturm noch viele Kilometer entfernt ist. Solch ein Blitz kommt von der Spitze des Ambosses und kann 10-mal stärker sein als der typische Blitzschlag. Die Menschen bekamen Angst, nachdem sie die riesige Wolke in etwa 100 Kilometern Entfernung gesehen hatten. Sie dachten, etwas Schreckliches sei passiert. Die Einheimischen posteten Bilder von der großen Wolke in den sozialen Medien. Aber die Menschen beruhigten sich, nachdem die Behörden erklärten, was vor sich ging. Sie teilten ihnen mit, dass es sich um ein natürliches Phänomen handelte. Und ein wunderschönes noch dazu. Bevor sie sich auflösen, bleiben diese Wolken in einem Gebiet. Egal wie stark der Wind ist. Auf einer Tour durch die Nordspitze von Queensland, Australien, weit weg von all den gruseligen Krabbeltieren, wird es Zeit, eine Pause einzulegen und am Strand zu entspannen. Als du es dir gemütlich gemacht hast, bemerkst du, wie ein großer Schatten über dich hinwegzieht. Dann noch einer und noch einer. Du schaust nach oben und siehst dieses seltsame Wetterphänomen, das atemberaubend ist. Diese Wolken werden Morning Glory genannt. Das ist eine sehr seltene Art von Wolken, die scheinbar über den Himmel rollen und wie riesige Röhren aussehen. Diese Wolken können bis zu 1000 Kilometer lang werden und tauchen in großen Gruppen auf. Dieses Phänomen ist das Ergebnis eines Aufwindes, der sich durch die Wolke schiebt und diese Rollen erzeugt. Die feuchte, kühlere Luft darüber sorgt dafür, dass sie nach unten sinkt. Südindien. Zwischen Juli und September 2001 wurden die Menschen Zeuge eines der seltsamsten Wetterphänomene, das je aufgezeichnet wurde. Der Regen war rot. Viele, die es für einen typischen Regensturm gehalten hatten, waren schockiert. Die Farbe war intensiv genug, um Kleidung zu verfärben. Auch andere Farben tauchten auf, wie grün, gelb, braun und sogar schwarz. Mitten in einem Monsun begann roter Regen zu fallen. Und das periodisch für mehrere Wochen. Forscherteams haben herausgefunden, dass dieser ungewöhnliche Regen entweder durch Staub oder Algen gefärbt ist. Es ist also keine gute Idee, die Tropfen mit deiner Zunge einzufangen. In der Wissenschaft ist man sich nicht ganz sicher, wie die Algen nach oben gekommen sind. Dadurch sind solche Ereignisse etwas beunruhigend. Du möchtest nach einem anstrengenden Tag ein Schaumbad zur Entspannung nehmen? Aber es dauert zu lange, die Badewanne volllaufen zu lassen? Dein Problem ist gelöst. Geh nach einem großen Sturm an eine beliebige Küste und nimm dort ein Bad. Schaumige Gezeiten tauchen nicht an einem bestimmten Ort auf. Sie können überall auf der Welt entstehen. Am ehesten treten sie an felsigen Küsten auf, wie an der Küste von San Francisco, Nordirland oder Mooloolaba, Australien. An jeder Küste herrschen andere Bedingungen, die den Meeresschaum bilden. Wenn du Meerwasser in ein Glas schöpfst und es dir genau ansiehst, kannst du sehen, dass es voller winziger Partikel ist. Partikel von Pflanzen, Chemikalien und viel Salz und Mineralien bilden die perfekte Formel für Schaum. Wenn starke Strömungen und Wind alles miteinander vermischen, kommt etwas raus, das einem Cappuccino ähnelt, der auf dem Wasser schwimmt. Wenn eisige Temperaturen die Ostplantagen in Michigan überziehen, geschehen ungewöhnliche Dinge. Zum Beispiel Geisteräpfel. Nein, sie wollen dich nicht erschrecken. Aber wenn du vorhast, dich eines Winters dahin zu schleichen, um einen zu finden, dann pass auf dich auf. Alles muss perfekt sein, damit es passiert. Und es muss eiskalt sein.
Es ist ein seltenes Wetterphänomen, das entsteht, weil die Äpfel dort einfrieren. Der Regen überzieht die Früchte mit einer dünnen Eisschicht. Die Äpfel werden dann zu Apfelmus, der aus ihnen herausläuft, und nur die schöne Eishülle bleibt zurück. Der Catatumbo-Fluss in Venezuela könnte der elektrischste Ort der Welt sein, mit fast 300 Gewittertagen pro Jahr. Die Gewitter sind so beständig, dass sie für 3 Monate im Voraus vorhergesagt werden können. Während der Regenzeit im Oktober kannst du 30 Blitze in nur einer Minute sehen. Ein wirklich atemberaubendes Erlebnis. Weil jeder Blitz so viel Energie hat, um eine Glühbirne für 6 Monate zum Leuchten zu bringen, könnte dieses beeindruckende Schauspiel ganz Venezuela für immer mit Strom versorgen. Bei Sonnenuntergang strömen starke Winde um die 3 umliegenden Berge und bilden Sturmwolken über dem Wasser. Wenn die Wassertröpfchen der feuchten Luft mit Eiskristallen aus der kalten Luft kollidieren, entstehen diese statischen Aufladungen, sodass fast jede Nacht Gewitterblitze zu sehen sind. Und als ob das nicht schon reicht, entstehen bei manchen Stürmen auch Blitze darüber. Versuch mal ein Foto von diesem zu machen. Quallenblitze sind elektrische Entladungen weit oben in der Atmosphäre der Erde. Sie werden mit starken Gewittern in Verbindung gebracht, aber sie haben nichts mit Regen zu tun. Diese flammenden Säulen werden Sprites genannt und treten 50 bis 80 Kilometer hoch am Himmel auf, in der Mesosphäre. Unser künstliches Licht in der Nacht macht es fast unmöglich, diese schwachen Sprites zu sehen. Wenn du einen entdeckst, sieht er winzig aus, kann aber weit über 50 Kilometer breit sein. Die roten Sprites sind eine Art kalte Plasmaentladung über einer Gewitterwolke. Sie sind das Gleichgewicht der Blitzladungen zwischen den Gewitterwolken und dem Boden. Glaube nicht, dass du diese Art von Donut in deiner Lieblingsbäckerei findest. Schneedonuts sind eines der seltensten meteorologischen Phänomene, die man beobachten kann. Denn es braucht perfekte Wetterbedingungen, um sie zu erzeugen. In jeder schneebedeckten Bergregion wie den Rocky Mountains müssen Wind, Temperatur, Schnee, Eis und Feuchtigkeit zusammenspielen, damit wir diese phänomenalen Ringe sehen können. Eine dünne Schicht aus nassem Schnee auf dem Boden. Unter dieser Schicht liegt Eis oder Pulverschnee. Dann eine Brise, die stark genug ist, um den Donut einen Hügel hinunterzurollen. Genau wie eine Schneekugel. Dabei kann er die Größe eines Baseballs erreichen oder so groß wie ein Autoreifen werden. Es hängt alles davon ab, wie stark der Wind ist. Ein neu geformter Schneedonut bleibt nicht lange liegen, also beeil dich mit der Kamera. Wenn du den Sonnenuntergang am Horizont beobachtest, sind die schönen Violett- und Rosatöne über dir nichts im Vergleich zu den 3 Sonnen, die du vor dir siehst. Wow! Seit wann hat die Erde 3 Sonnen? Diese Phantomsterne, die manchmal neben der Sonne auftauchen, werden Nebensonnen oder auch Sonnenhunde genannt. Vielleicht werden sie so genannt, weil sie irgendwie der Sonne hinterherlaufen. Sonnenhunde erscheinen oft als farbige Lichtflächen auf der gleichen Höhe wie die Sonne. Sie werden meist auf einem Ring oder Halo beobachtet, wo Eiskristalle das Licht am besten reflektieren. Es gibt auch Mondhunde, die neben dem Mond erscheinen und durch das Mondlicht entstehen, das durch die Eiskristalle dringt. Aber die sind nicht so gut erkennbar wie die Sonnenhunde bei Tageslicht. Beim Fotografieren in der freien Natur hast du endlich den perfekten Ort gefunden, um das Traumfoto zu schießen. Das kristallklare Wasser, die Kiefern, die Berge und die fliegende Untertasse. Warte, eine fliegende Untertasse? Ah, Aliens sind hier! Das denkst du vielleicht, wenn du eine untertassenförmige Wolke siehst. Ich werde nicht versuchen, ihren Namen auszusprechen. Blende das bitte ein. Ah, warte, nur Spaß. Es ist Alto Cumulus Lenticularis. Bist du beeindruckt? Das sind wirklich nur ungewöhnliche Wolkenformationen über Berggipfeln. Wenn feuchte Luft über einen Berg strömt und der Temperaturunterschied perfekt ist, entsteht eine Welle. Wenn die Luft durch diese Welle fließt, kommt es zur Verdunstung und eine Reihe dieser Wolken kann sich oval formen. Also doch keine Aliens. Puh. Der Himmel fällt! Leute, die diese Wolken erlebt haben, sagen, dass sie aussehen, als würden sie vom Himmel fallen. Mammatuswolken sehen aus wie riesige, weiße, klumpige Marshmallows. Aber es wird schwer, sie zu rösten.
Diese seltsamen, flauschigen Wolken können sich hunderte von Kilometern in jede Richtung erstrecken und bleiben für kurze Zeit am Boden von Amboss oder anderen Gewitterwolken sichtbar. Diese seltsamen Blasenformen entstehen durch Turbulenzen innerhalb des Sturms, die diese ungleichmäßige Wolkenformation schaffen. Sie können überall auf der Welt auftauchen. Mammatuswolken bilden sich, wenn feuchte Luft in trockene Luft sinkt. Die Luft muss kühler als ihre Umgebung sein, mit Eis gekühlt oder schwer mit Wasser sein. Also, wir sind in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Das ist einer der trockensten Orte der Erde. Aber diese Wüste hat ein wunderschönes Geheimnis. Alle 3 bis 5 Jahre tauchen hier nämlich Blumen auf, quasi aus dem Nichts. In dieser Zeit wird sie blühende Wüste genannt. Die Samen liegen im Wüstensand, warten sehnsüchtig auf Regen. Und wenn es dann soweit ist, sprießen etwa 200 Blumenarten aus dem Boden. Der gelbe Sand der Atacama-Wüste verwandelt sich in ein weißes, grünes, lila und sogar rosa Farbenmeer. Es gibt noch ein anderes mystisches Phänomen in einer anderen Wüste, und zwar der Sandwasserfall. Wenn der Wind viel Sand an den Rand des Canyons weht, rieselt er runter. Und wenn dieser Effekt 100-mal stärker ist, hast du einen Sandwasserfall und den kannst du in Saudi-Arabien bestaunen. Er ist vergleichbar mit den Niagara-Fällen, nur dass kein einziger Tropfen Wasser fällt. Die Einheimischen sagen, dass dieses Phänomen ein Warnsignal für einen bevorstehenden Sandsturm ist. Feenringe, auch bekannt als Elfenringe, sind geheimnisvolle Kreise aus Pilzen, die auf Wiesen und in Wäldern wachsen. Es gibt viele Meinungen darüber, warum diese Feenringe einen fast perfekten Kreis bilden. Und dazu gehört auch Aberglaube. Es heißt, dass Feen beim Tanzen den Boden verbrannt haben, wodurch die Pilze dort schneller wachsen. In Südindien zwischen Juli und September 2001 wurden die Menschen Zeugen eines der seltsamsten Wetterphänomene der Menschheitsgeschichte. Der Regen war rot. Anfangs dachten alle, es wäre nur ein typischer Regensturm, aber sie erlebten einen Riesenschock. Das Rot war so kräftig, dass es auf die Kleidung abfärbte. Es regnete auch andere Farben wie Grün, Gelb, Braun und sogar Schwarz. Mitten im Monsun fiel roter Regen und das immer wieder über mehrere Wochen. Durch wissenschaftliche Nachforschungen wurde herausgefunden, dass dieser ungewöhnliche Regen entweder durch Staub oder durch Algen entstand. Daher fangen die Tropfen lieber nicht mit deiner Zunge auf. In der Wissenschaft konnte nicht eindeutig geklärt werden, wie die Algen den ganzen Weg nach oben gekommen sind. Das macht dieses Phänomen ein bisschen gruseliger, stimmt's? Menschen, die im ländlichen Mittelnorwegen am Hessdalental leben, werden regelmäßig Zeuge von weißen, gelben und roten Lichtern, die am Himmel schweben. Die Lichter erscheinen in der Nacht, aber auch am Tag. In den 80er Jahren wurden 15 bis 20 in einer Woche gesichtet. Sie leuchten meist nur ein paar Sekunden, aber es waren auch schon welche über eine Stunde sichtbar. Die Hessdalen-Lichter bewegen sich, sie schweben und schwanken. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass diese Lichter durch ionisierten Eisenstaub in der Atmosphäre entstehen. Andere sagen, dass es sich um eine Kombination aus Natrium, Sauerstoff und Wasserstoff handelt. Dann gibt's noch Leute, die behaupten, dass es sich um nicht identifizierte Flugzeuge handelt. No way! Hast du schon mal von Snow Donuts gehört? Sie sind eine der seltensten meteorologischen Sehenswürdigkeiten, denn sie entstehen nur, wenn die Wetterbedingungen perfekt sind. Und wenn sie auftauchen, dann in schneebedeckten Bergregionen wie den Rocky Mountains. Wind, Temperatur, Schnee, Eis und Feuchtigkeit müssen zusammenspielen, damit wir diese phänomenalen Schneedonuts sehen können. Am Boden muss es eine dünne Schicht aus matschigem Schnee geben, darunter eine Schicht Eis oder Pulverschnee. Dann braucht es nur eine starke Brise und der Donut rollt wie ein Schneeball den Berg herunter. Dabei kann er so groß wie ein Baseball werden. Es gibt Leute, die haben sogar einen Autoreifen großen Schneedonut gesehen. Seine Größe hängt von der Windstärke ab. Wenn du einen Schneedonut siehst, dann zücke schnell deine Kamera, denn für gewöhnlich bleiben sie nicht lange liegen.
Kannst du dir vorstellen, dass es auf der Erde einen Ort gibt, der sein eigenes Ökosystem hat und von einer Atmosphäre umgeben ist, die von einem anderen Planeten stammen könnte? Ja, das klingt unglaublich, aber diesen Ort gibt es tatsächlich. Es ist die Movil-Höhle im Südosten Rumäniens. Sie blieb 5,5 Millionen Jahre in völliger Dunkelheit verschlossen. Arbeiter entdeckten die Höhle zufällig, als sie einen Bauplatz suchten. Für wissenschaftliche Forschungen wurde ein Einstieg zur Höhle ausgehoben. Und so fand man heraus, dass in ihr ein komplett eigenständiges Ökosystem existiert. Als man einen Weg durch den Felsen gegraben hatte, vorbei an zahlreichen Tunneln, entdeckte man einen See mit schwefelhaltigem Wasser, das wie faule Eier stinkt. Die Luft ist voll mit Schwefelwasserstoff und enthält 100 Mal mehr Kohlendioxid als die Erdatmosphäre. Ich muss dir nicht sagen, dass die Luft da unten absolut giftig ist, oder? Noch verrückter ist, dass in dieser Höhle 33 Arten existieren, die es nirgendwo sonst auf der Erde gibt. Dank dieser Höhle bekommen wir eine Vorstellung, welches Leben auf anderen Planeten in einer anderen Atmosphäre möglich wäre. Interessant ist, dass dieser Ort auf der Erde so lange unentdeckt blieb, findest du nicht auch? Schau dir mal diese Bäume an. Das sind indische Kautschukbäume. Sie haben kräftige Wurzeln, die aber nicht unter der Erde wachsen, sondern an der Oberfläche. Die Einheimischen haben über Generationen gelernt, wie sie das Wachstum der Wurzeln kontrollieren können. Nehmen wir an, ein Baum wächst neben einem Fluss und du musst eine Brücke von einem Ufer zum anderen bauen. Also fängst du an, die Baumwurzeln in die gewünschte Richtung zu lenken. Mit der Zeit wachsen sie zu einem Geflecht zusammen, das unter den endlosen Regengüssen schön gedeiht. Trotzdem dauert es etwa 15 Jahre, um so eine Brücke zu bauen. Hier ist noch ein interessanter Baum. Er wird Baum des Lebens genannt. Interessant ist er, weil er in der Wüste von Bahrain wächst. Der Baum steht seit über 400 Jahren auf diesem sandigen Hügel, umgeben von einem Meer aus Sand. Dort ist es extrem heiß und extrem trocken. Aber dieser Baum hat trotzdem grüne Blätter und wächst. Wissenschaftlich konnte bisher noch nicht eindeutig belegt werden, wie sich der Baum mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgt. In der Nähe gibt es auch nur ein paar Ölvorkommen. Einheimische glauben, dass der Baum heilig ist, denn er symbolisiert die Magie des Lebens und die Kraft der Natur. In der Fachwelt ist man sich aber relativ sicher, dass es vor allem an den Wurzeln liegt. Sie ragen so tief ins Erdreich, dass sie eine unterirdische Wasserquelle angezapft haben. Da bist du jetzt. Du fährst schon stundenlang durch die Nacht ohne Pause. Deine Aufmerksamkeit hängt quasi an einem seidenen Faden. Du fährst rechts ran und steigst aus, um dich zu strecken. Dann schaust du zum Himmel und siehst einen wunderschönen Sonnenaufgang. Wow, warte! Sind das da drei Sonnen am Himmel? Du reibst dir die Augen. Du siehst immer noch drei helle Sterne am Himmel. Aber keine Panik, unser Heimatstern hat sich nicht geklont und hat auch keinen Besuch von zwei Sternen bekommen. Man nennt sie Sundog, also Sonnenhund. Sie treten meist bei strengem Frost auf, denn dann gibt es mehr Eiskristalle am Himmel, die das Licht krümmen, weshalb du drei helle Flecken am Himmel siehst, anstatt nur einen. Dieses Phänomen wird übrigens Halo genannt und ist normalerweise ein Kreis, den du um die Sonne siehst. Aber einen Halo kannst du auch nachts sehen. Schau dir einfach eine Straßenlaterne an und du wirst einen hellen Kreis um sie herum sehen. Manchmal nimmt dieser Lichthof auch eine ausgefallenere Form an, denn wenn viele Eiskristalle in der Luft schweben, wird das Licht noch weiter verzerrt. Genau wie in einem Raum mit einem Dutzend Spiegeln. Dann kann der Lichthof sogar die Form eines menschlichen Auges annehmen. Wegen dieses Phänomens kann auch eine falsche Morgendämmerung auftreten. Du schaust zum Horizont, die Morgendämmerung beginnt und der Rand der Sonne taucht auf. Noch ein bisschen mehr und was? Die Sonne beginnt sich am Himmel aufzulösen. Nach ein paar Augenblicken ist es wieder dunkel. Und eine Minute später kommt die echte Sonne zum Vorschein. Es war derselbe Lichtkrümmungseffekt, den du zuvor bei den drei Sonnen gesehen hast. Nur ist das Licht jetzt vertikal gekrümmt. Statt der echten Sonne hast du also ihr Spiegelbild in den Eiskristallen gesehen. Aber den Sonnenaufgang mit drei Sternen am Horizont gibt es wirklich. Allerdings nicht auf der Erde, sondern 340 Lichtjahre entfernt.
Dort gibt es ein Sternensystem, in dessen Zentrum ein Stern steht, der fast doppelt so groß ist wie die Sonne. Und es gibt zwei kleine Sterne, die um diesen Riesen kreisen. Diese seltsame Welt hat auch einen Planeten, von dem aus du den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang mit drei Sternen sehen kannst. Und wenn du deinen Schwarm zum Date auf diesen Planeten ausführst und ihr den Sonnenuntergang beobachtet, wird euer Date bestimmt gut enden, was auch immer das bedeutet. Und da ich dir schon von den verblüffendsten Naturphänomenen berichte, wäre es ein Verbrechen, wenn ich dir nichts vom Schnee in der Wüste erzähle. Ja, es geschah im Winter 2018 in der Sahara-Wüste, einem der trockensten und heißesten Orte der Erde. Die Bewohner staunten nicht schlecht, als sie am Morgen eine dicke Schneedecke sahen, die den Sand bedeckte. An manchen Stellen war die Schneedecke 38 cm dick. In der Meteorologie hatte man aber eine simple Erklärung für dieses unglaubliche Phänomen. Es hieß, dass kalte Luftmassen in Verbindung mit den Niederschlägen des letzten Sturms zu Schneefall statt Regen geführt hatten. Und was macht man in diesem Fall? Natürlich Schneekamele bauen, mit einem oder zwei Höckern. Vulkane sind faszinierend und der Kawah-Hijen in Indonesien ist dazu noch ungewöhnlich. Anstatt schwarzen Rauch und rote Lava auszuspucken, wie es die meisten Vulkane tun, stößt dieser Sonderling blaue Flammen und elektrisch blaue Lava aus. Dieses Phänomen tritt auf, weil der Vulkan einige der höchsten Schwefelwerte der Welt hat. Und wenn schwefelhaltige Gase mit heißer Luft zusammentreffen und von der geschmolzenen Lava entzündet werden, färben sie sich blau. Leider kannst du dieses faszinierende Naturschauspiel nur nachts sehen. Aber tagsüber kannst du es riechen. Übrigens befindet sich in seinem Krater der größte Säuresee der Welt. Warst du schon mal im Toten Meer schwimmen? Wahrscheinlich hast du dich nur treiben lassen, denn im Vergleich zu anderen Meeren hat das Tote Meer eine hohe Konzentration an Salz und Mineralien. Die Leute gehen da baden wegen der natürlichen Mineralstoffe, die dem Körper gut tun. Sich einfach auf der Oberfläche treiben zu lassen, ist so entspannend. Es ist ein uraltes Gewässer, das seinen Namen bekam, weil dort keine makroskopischen Organismen leben können. Es ist 9,6 mal salzhaltiger als die Ozeane. Und nur wenige Bakterien und Pilze kommen mit diesem Salzgehalt klar. Interessant ist auch, dass es das niedrigste Gewässer der Erde ist. Das Tote Meer liegt gut 427 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn du mal etwas Außergewöhnliches sehen willst, dann fahre nach Mexiko und besuche die unterirdische Kristallhöhle. Sie sieht wie eine interstellare Welt aus. Du musst nur etwa 305 Meter in die Tiefe absteigen. Aber pass auf, einige Kristallspitzen sind fast 11 Meter lang und können bis zu 55 Tonnen wiegen. Es sind auch die größten Kristalle der Welt. Wie wäre ein Strandurlaub am Luskentire Beach? Es ist ein endloser Strang aus weißen Sanddünen und azurblauem Wasser. Aber lass dich nicht von der tropischen Atmosphäre täuschen. Dieser Strand liegt in Schottland und sieht meist nur von Mai bis Juni so aus. Im Dezember scheint hier im Durchschnitt nur eine Stunde pro Tag die Sonne, was die Szenerie dramatisch aussehen lässt, weil alles einfarbig ist. Die Georgia Guidestones sind eine Ansammlung von riesigen Steinen, die in einem Sternmuster angeordnet sind. Auf ihnen stehen Inschriften in 8 Sprachen, darunter Hindi, Chinesisch und Swahili. Und auch ein astronomischer Kalender ist dabei. Errichtet wurden die Granitsteine 1980 als Monument für die nächsten Jahrhunderte. Die Natur schafft auch solche Monumente, so zum Beispiel den Sequoia National Park im sonnigen Kalifornien. Es ist der Wald der Riesen und den gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Mehr als 8000 dieser riesigen Bäume stehen dort und die 10 der größten lebenden Pflanzen der Welt, darunter auch der General Sherman Sequoia. Sein Alter wird auf 2700 Jahren geschätzt und er gilt als der größte bekannte lebende Baum der Welt, gemessen am Volumen. Hast du schon von den Steinköpfen auf der Osterinsel gehört? Sie gibt es auch schon seit Hunderten von Jahren, aber keiner weiß genau, warum sie aufgestellt wurden. In der Wissenschaft glaubt man, dass es die Einheimischen waren, weil sie glaubten, dass die Statuen den Boden fruchtbarer machen. Wenn das der Grund war, dann haben die Köpfe gute Arbeit geleistet, denn Bodenanalysen haben ergeben, dass das Land dort besonders fruchtbar ist. Reisen wir jetzt in die Türkei und schauen uns alte heiße Quellen an. Durch die chemische Zusammensetzung wirkt das Wasser, das über den Rand fließt, magisch. Und ein Bad in diesen Quellen reinigt nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Geist. Ganz in der Nähe, in Saudi-Arabien, liegt ein Felsen, der in der Mitte durchgeschnitten ist und beide Teile stehen parallel zueinander. Das Bemerkenswerte an Al-Nazlah ist, dass er nicht künstlich geschaffen wurde.
Die Natur hat über Jahre hinweg daran gearbeitet. Dass die Natur auch mit Farbe umgehen kann, siehst du am Gletscher in der Antarktis. Es sieht so aus, als hätte jemand literweise rote Farbe darauf gekippt. Und es ist auch Farbe, aber natürliche. Die Blutfälle sind das Ergebnis von extrem salzhaltigem Wasser, das sich mit Eisenoxid vermischt hat und mitten im Nirgendwo die unheimliche Atmosphäre geschaffen hat. Anfang Mai 2018 wurde in Neuengland eines der gruseligsten und gefährlichsten Phänomene beobachtet, ein Tornado mit superlanger Zugbahn. Dieses Naturphänomen begann unweit von Charleston, New Hampshire und zog Richtung Webster im Merrimack County. Der Tornado legte in einer halben Stunde fast 60 Kilometer zurück und steht damit auf Platz 3 der Liste der längsten Tornados in Neuengland. Du willst lieber Urlaub auf den Philippinen machen? Dann fahr in die Provinz Palawan. Dort kannst du in kristallklarem Wasser schwimmen und die wunderschöne Unterwasserwelt beim Schnorcheln entdecken. In der Gemeinde Coron findest du weiße Sandstrände und viele kleine Boote, die dich durch die beeindruckende Landschaft fahren. Tristan de Cunha ist eine kleine vulkanische Inselgruppe im Atlantik. Die einzigen Nachbarstädte sind Buenos Aires in Argentinien und Kapstadt in Südafrika. Die Reise mit dem Schiff dorthin dauert 7 Tage, aber es lohnt sich, diesen einzigartigen Ort zu besuchen, vor allem wenn du dem Rest der Welt entfliehen willst. Dort leben nur 280 Menschen, es wird dir also so vorkommen, als wärst du weit weg von allem. Kann der Atlantik zufrieren? Ja, jedenfalls zum Teil. In der ersten Januarwoche 2018 war es im Nordosten der USA so kalt, dass der Atlantik in North Falmouth, Massachusetts, zufror. Der Ozean war so stark gefroren, dass die Leute auf den Wellen spazieren gingen. So etwas sieht man nicht alle Tage. Ein schönerer Anblick ist aber ein Strand mit rotem Sand. Touristen aus aller Welt zieht es zu diesem einzigartigen Strand nach Tianjin in China. Grund für die Färbung ist eine Pflanze, die Suaera salsa heißt und im Salzwasser vorkommt. Sie färbt den gesamten Strand rot und nur die oberste Schicht des Meeres ist klar. Die Natur überrascht uns auch beim folgenden Phänomen. Ich trotze der Schwerkraft, wird sich der Stein von Davasco in Argentinien gedacht haben. Dieser 300 Tonnen schwere Felsbrocken wippt im Wind am Rande einer Klippe. Dass er wippt, haben ein paar Leute per Experiment überprüft. Sie legten Glasflaschen unter eine seiner Kanten und sie explodierten durch die Bewegung des Felsens. Aber leider kannst du dieses Naturwunder heute nicht mehr in Natura sehen. Vor einem Jahrhundert, 1912 um genau zu sein, stürzte der Felsblock plötzlich von seinem Thron. Die Einwohner der nahegelegenen Stadt Tandil waren so traurig über diesen Verlust, dass sie sich 95 Jahre später, im Jahr 2007, dazu entschlossen hatten, den Stein wieder aufzustellen. Aber sie fertigten eine Plastiknachbildung des Felsens an und errichteten sie an der gleichen Stelle und auch in der gleichen Position. Falls du mal in der Nähe von Tandil bist, dann schau dir den balancierenden Felsbrocken an. Er wippt zwar nicht mehr und wiegt auch nur noch 9 Tonnen, ist aber trotzdem schön anzusehen. Socotra ist eine außerirdisch anmutende Insel vor der Küste Jemens im Indischen Ozean mit einem der einzigartigsten Bäume, den du je gesehen hast. Er wird Drachenbaum genannt und wächst nur auf dieser faszinierenden Insel. Im Jahr 2008 wurde sie daher auch zum Weltkulturerbe ernannt. Falls du mal eine brennende Luftsäule siehst, keine Panik, das ist nicht das Ende der Welt. Die gruselige Kombination aus Wirbelwind und brennendem Inferno bedeutet, dass du einem Feuertornado, auch Feuerwirbel genannt, begegnet bist. Dieses gefährliche Phänomen tritt meist bei Waldbränden auf. Brände in einem großen Gebiet erzeugen super heiße Luft über dem Boden. Wenn sich dann die heiße Luft mit der höheren, kühleren Luft vermischt, entsteht ein Wirbelsturm, der brennende Trümmer und Flammen aufwirbelt. Starke Feuerstürme können hunderte von Metern in den Himmel ragen. In Oregon, in Gold Hill, steht das House of Mystery. Es verblüfft die Leute mit Effekten, die der Schwerkraft trotzen. Du kannst dort nicht gerade stehen, sondern musst dich immer zur Seite lehnen und dich an etwas festhalten, damit du das Gleichgewicht nicht verlierst. Bälle rollen nach oben und es gibt einen Besen, der im Gegensatz zu allem anderen in der Hütte total stillsteht, egal wo du ihn hinstellst. Noch bevor das Haus gebaut wurde, bezeichneten die Ureinwohner diesen Ort als verbotene Erde und mieden ihn. Die Besitzer des Hauses beschlossen, es in eine Attraktion zu verwandeln. Sie schufen eine geheimnisvolle Atmosphäre rund um den Ort und verbreiteten sie über Zeitungen und später übers Internet. Und voilà, eine schaurige Anomalie ist entstanden. Aber in Wirklichkeit ist es nicht mehr als eine Kuriosität. Von Menschen gemachte optische Täuschungen, die deine Augen und andere Sinne austricksen. Nochmal zurück auf die Philippinen. Wenn du von dort nach Indonesien oder Papua-Neuguinea reist, hast du die Chance, einige der ungewöhnlichsten und hübschesten Bäume der Welt zu sehen.
Der Stamm des Regenbogen-Eukalyptus sieht aus wie gemalt. Er leuchtet in Orange, Grün, Rot, Lila, Gelb, Braun, Blau und welche Farben auch immer du noch sehen kannst. Manche Bäume sind so bunt, dass sie künstlich wirken. Aber das macht der Regenbogen-Eukalyptus selbst. Regelmäßig lösen sich Rindenstreifen ab und eine leuchtend grüne Schicht kommt zum Vorschein. Allmählich ändert sich die Farbe dieser grünen Schicht und durch die zeitversetzte Ablösung der Rinde bekommt der Baum seinen mehrfarbigen Stamm. Und falls du den ältesten Wolkenkratzer der Welt und die älteste Metropole sehen willst, dann reise in den Jemen. Die antike Stadt Shibam wird das Manhattan der Wüste genannt, wegen der Ansammlung von Lehmgebäuden, die aus dem Wüstenboden emporragen. Früher war das ein Karawanenstützpunkt. Stell dir Folgendes vor. Du beobachtest gerade einen Vulkanausbruch. Der Anblick ist bombastisch. Doch plötzlich siehst du über dem Vulkan gleißend helle Blitze. Dadurch wirkt das Erlebnis noch bedrohlicher, als es sowieso schon ist. Warum blitzt es über dem Vulkan? Das liegt an der statischen Elektrizität, die entsteht, wenn dichte Aschepartikel aneinander reiben. Die andere Quelle vulkanischer Blitze befindet sich hoch oben in der Nähe der Stratosphäre, wo Eiskristalle sich chaotisch bewegen und gewaltige Stöße freisetzen. Der Sala de Uyuni fühlt sich an, als ob du auf einem großen Spiegel stehst, aber in Wirklichkeit ist er eine Salzfläche von mehr als 10.360 Quadratkilometer. Der Sala de Uyuni befindet sich in Bolivien, dem höchstgelegenen Land Südamerikas. Dieser natürliche Spiegel ist ein Überbleibsel von prähistorischen Seen, die vor langer Zeit verdunstet sind. Auch wenn es flach aussieht, hat die GPS-Technologie bewiesen, dass einige der Landschaften kleine Verwerfungen haben, die nicht einmal einen Zentimeter groß sind. Der Ort ist extrem salzig. Etwa 10 Milliarden Tonnen Salz liegen darum. Wenn du zur richtigen Zeit dorthin reist, siehst du den Spiegel des Himmels. Wenn sich nämlich einige der Seen mit etwas Wasser füllen, wirkt die dünne Wasserschicht wie ein Spiegel. Viele Ortsansässige bauen Salz und Lithium ab. Und wenn du schon mal da bist, dann nimm dir auf jeden Fall ein Zimmer im ersten Salzhotel der Welt. Ein Stückchen weiter, in Peru, kannst du einen Regenbogenberg bestaunen. Wissenschaftlich konnte noch nicht eindeutig geklärt werden, wie es zu diesem farbenfrohen Gipfel kam. Er ist auch schwer zu erreichen, aber die blauen, roten, grünen, gelben und rosa Farben der Natur kannst du auch aus der Ferne sehen. Ein Anblick, den man so schnell nicht mehr vergisst. Jetzt kommt etwas anderes, und zwar gefrorene fliegende Untertassen. Nein, es sind keine UFOs, sondern Taschen mit hochentzündlichem Methangas. Sie werden unter Wasser in gefrorenem Eis eingeschlossen und bilden diese psychedelischen Landschaften aus einem atemberaubenden Muster. Das ist aber typisch für nördliche Seen wie den Lake Abraham in Alberta, Kanada. Diese Blasen entstehen, wenn tote Tiere, Blätter und Pflanzen ins Wasser fallen und von Bakterien zersetzt werden. Diese Bakterien scheiden dann das Methangas aus. Ich kann es von hier aus riechen. Vielleicht wurdest du auch Ende März 2018 Zeuge eines Ereignisses, das sich in Osteuropa abgespielt hat. Es war schön, aber irgendwie auch gruselig. Skifahrer sausten unter dem rot gefärbten Himmel die mandarinenfarbenen Pisten hinunter. Von diesem Spektakel überwältigt, beschrieben die Menschen diese Erfahrung wie einen Spaziergang auf dem Mars oder als ob sie auf Sanddünen skifahren würden. Doch so geheimnisvoll dieses Phänomen auch war, hat es eine eher enttäuschend einfache Erklärung. Der Auslöser dieser außerirdischen Landschaft war ein gewaltiger Sandsturm, der aus der Sahara-Wüste kam. Dieser Sturm hatte Staub, Sand und Pollen rübergeweht, die den Schnee orange färbten. Aber das war kein einmaliges Naturphänomen. Meteorologen sagen, dass orangefarbener Schnee die Länder Osteuropas mindestens einmal alle 5 Jahre bedeckt. Und auch hier gilt, iss keinen orangefarbenen Schnee. Am 20. und 21. Februar 2018 erlebten die Menschen im Nordosten der USA eines der außergewöhnlichsten Wetterereignisse, und zwar eine Hitzewelle. Jawohl, im Februar. Es war sogar die beeindruckendste Winterhitzewelle seit Beginn der offiziellen Wetteraufzeichnungen im 19. Jahrhundert.
Zum Beispiel in Freiburg, Maine, zogen die Leute ihre Mäntel aus, nachdem die Temperatur auf angenehme 21 Grad Celsius gestiegen war. In Fitchburg, Massachusetts, wechselten die Leute zu Sandalen, weil die Außentemperatur auf 27 Grad anstieg. Dasselbe geschah in Harrisburg, Pennsylvania, wo die Temperatur 28 Grad erreichte. Auch in Wells, Maine, stiegen die Thermometer auf sommerliche 25 Grad. Vor etwa 11.000 Jahren in der heutigen Türkei, ohne Städte oder Metallwerkzeuge, hatten geschickte Handwerker den Göbekli Tepe gebaut. Wie sie es geschafft haben, Kalksteinblöcke, die dreimal so schwer sind wie ein T-Rex, zu bearbeiten und anzuheben, ist unbekannt. Auch weiß noch niemand, was sie symbolisieren. Wir sind wieder in den USA, in Wyoming. Dort hat sich der Devil's Tower gebildet. Wissenschaftlich konnte nicht eindeutig geklärt werden, wie er entstanden ist. Es ist eine 265 Meter hohe Felsformation mit so steilen Wänden, dass sie faktisch senkrecht sind. Dieser Fels steht mitten in einer sanften Ebene, wo es im Umkreis von mehreren Kilometern nichts Vergleichbares gibt. Wie kann in einer so flachen Landschaft etwas so Großes entstehen? Es gibt einige Theorien dazu, aber keine hat eine klare Antwort. Der kroatische Nationalpark Plitvice Seen ist eine Touristenattraktion und gehört zum Weltnaturerbe, in dem sich einzigartige Tiere und Pflanzen tummeln. Der Park sieht aus wie eine epische Filmkulisse mit unendlich vielen Wasserfällen, die aus allen Richtungen in die klaren Seen fließen. Mitte der 1980er Jahre entdeckte ein Taucher das Yonaguni-Monument vor der Küste Japans. In der Wissenschaft ist man sich sicher, dass diese Ansammlung von Strukturen tausende von Jahren alt ist, aber es konnte immer noch nicht geklärt werden, ob sie natürlich oder von Menschenhand geschaffen wurden. Sollte sich herausstellen, dass es sich um eine antike Stadt handelt, lautet das neue Rätsel, welche untergegangene Zivilisation hat sie erbaut und wie ist sie auf den Meeresgrund gelangt? Diese Felsen sind nicht das Ergebnis menschlicher Arbeit. Sie wurden durch Vulkanausbrüche geschaffen. Aber in der Wissenschaft rätselt man immer noch, warum der Giant's Causeway in Irland eine so seltsame Form hat. Im Jahr 1812 bezahlte ein englischer Bauer aus einem unbekannten Grund einen ortsansässigen Maler, tonnenweise Erde von einem Hang abzutragen und die Konturen mit Kreide zu füllen. Aber der Maler machte sich mit dem Geld aus dem Staub und der Bauer musste einen zweiten bezahlen, um das Elton Barnes White Horse fertigzustellen. Die schwarzen Wasserfälle in Island haben ihren Namen wegen der dunklen Lavasäulen bekommen, die sie umgeben, und die Basis besteht aus scharfkantigen Felsen. Diese Struktur war die Inspirationsquelle für isländische Architektur, was in einigen ihrer berühmten Gebäude zu sehen ist. In einer feuchten Winternacht kannst du im Wald Haareis sehen, was dann wie Zuckerwatte oder eine weiße Perücke aussieht. Eiskristalle wachsen förmlich auf verrottetem Holz. Leider schmilzt diese Schönheit, sobald die Sonne aufgeht. Erst vor kurzem konnte wissenschaftlich belegt werden, wie das Haareis entsteht. Und es war... Bist du bereit? Ein Pilz. Durch ihn kann das Eis diese super dünnen Haare bilden, die die ganze Nacht halten. Wenn diese spezielle Art von Pilz nicht vorhanden ist, bildet das Eis statt Haare eine krustenartige Struktur. Eine der häufigsten Ursachen für Waldbrände sind Gewitterblitze. Aber hast du schon mal von einem Waldbrand gehört, der ein Gewitter ausgelöst hat? Nein? Jetzt weißt du's. Es geschah am 11. Mai 2018, nicht weit von Amarillo in Texas. Damals entstand durch das superstarke Mallard Fire eine riesige dichte Wolke hoch oben in der Luft und seine Hitze löste ein heftiges Gewitter aus, das später 96 Kilometer entfernt in Wheeler County in Texas tonnenweise Euro-Stück-große Hagelkörner abwarf. Carhenge ist das seltsame Wahrzeichen von Nebraska. Sein Erschaffer studierte das echte Stonehenge und schuf seine Version aus alten Autos als Tribut an seinen Vater. Einige Autos stehen wie Monolithen, andere bilden Bögen. Auf die Frage, warum er das gemacht hat, antwortete der Schöpfer nur, warum nicht? Ein anderes Stonehenge-ähnliches Bauwerk wurde 2007 auf dem Grund des Michigansees gefunden. Es handelt sich um eine kreisförmig angeordnete Gruppe von Steinen und Schnitzereien eines Mastodons. Dieses Tier ist vor mehr als 10.000 Jahren ausgestorben, also müssten die Schnitzereien noch älter sein. Der genaue Standort wird leider geheim gehalten, also viel Glück beim Suchen.
Kanadas, Hudson Bay, ist wahrscheinlich der einzige Ort auf der Welt, an dem die Schwerkraft niedriger ist als anderswo auf der Erde. Selbst Skeptiker haben kein Argument dagegen, denn der Unterschied konnte mit Präzisionsgeräten gemessen werden. Ist dann die Schwerkraft dort ungefähr so niedrig wie auf dem Mond? Leider, oder zum Glück, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist der Unterschied winzig. Wenn du es in Zahlen wissen willst, dann sind es 0,005%, also ein 200stel eines Prozents. Also selbst wenn du dich anstrengst, wirst du keinen Unterschied spüren. Aber er ist da. In der Wissenschaft heißt es, dass diese Anomalie durch die Eisdecke entstanden ist, die das Gebiet vor etwa 10.000 Jahren einhüllte. Sie muss die Felsen so stark zusammengedrückt haben, dass sie sich bis heute noch nicht vollständig davon erholt haben und wodurch sich das Gravitationsfeld der Hudson Bay verschoben hat. Aber irgendwann in der Zukunft wird sich die Schwerkraft auch in diesem Gebiet wieder normalisiert haben. Im Jahr 2010 wurden 400 Kilometer westlich des Nils versteinerte Fische entdeckt, dort, wo die trockene Sahara liegt. Dieser Zufallsfund veranlasste die Wissenschaft zu der Annahme, dass es dort, wo heute die Sahara ist, ein Meer gegeben haben muss. Also führten sie dort geologische Untersuchungen durch und sie kamen zu unerwarteten Ergebnissen. Sie fanden Hinweise auf etwas Riesiges unter dem Sand, das nicht zu einem Meer gehörte. Mehrere Monate lang wurde die Forschung mit GPS-Geräten an Land fortgesetzt und später, als alle Bodendaten gesammelt waren, schauten sich die Forschenden das Gebiet vom Satelliten aus an. Der Anblick war verblüffend. Es stellte sich heraus, dass sich unter der Wüste ein riesiges Becken befand mit einem kleineren in der Nähe. An den Ufern dieser Becken fand man früher schon menschliche Siedlungen und jetzt bekamen die Forschenden endlich die Antwort, warum sich genau an diesen Orten Menschen niederließen. Dort war früher ein See mit beeindruckenden Ausmaßen. Insgesamt über 108.800 Quadratkilometer Süßwasser, etwa halb so groß wie der Michigansee. Die Anomalie der Ostsee. 2011 tauchte ein Team auf den Grund der nördlichen Ostsee. Sie gingen auf Schatzsuche, aber was sie fanden, war ein seltsames Objekt. Sie machten Fotos davon. Einige Leute, die sie sahen, glaubten, es sei ein versunkenes Raumschiff einer anderen Zivilisation. Andere gingen davon aus, dass dieses Objekt auf natürliche Weise entstanden ist. Allerdings konnten die Metalle im Inneren dieses Objekts nicht auf natürliche Weise entstanden sein. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass dieses Objekt vor langer Zeit in der Eiszeit auftauchte. Vielleicht war es ein Meteorit, der damals unter dem Eis eingeschlossen wurde. Vom Mahlstrom hast du bestimmt schon gehört. Es ist ein Strudel, eine Art mächtige Rotationsströmung, die entsteht, wenn zwei Strömungen zusammenstoßen. Auch die Wikinger hatten Angst vor Mahlströmen, denn ihre Kräfte sind so stark, dass sie ihre großen Schiffe versenken konnten. Diese Rotationsströmungen sind auch heute noch gefährlich, aber zum Glück nicht für unsere großen modernen Schiffe, weil sie groß genug sind, um der Kraft des Strudels zu trotzen. Dennoch hat auch ein Kreuzfahrtschiff mit dem Strudel zu kämpfen, denn es tauchen massive Wellen auf, die selbst so große Schiffe ins Wanken bringen. So ein Strudel ist sogar stark genug, um als schwarzes Loch durchzugehen. Ja, schwarze Löcher gibt es nicht nur in den unendlichen Weiten des Weltalls, sondern auch auf unserem Planeten als Wirbel im Ozean. Und sie ähneln den schwarzen Löchern aus dem Weltall, weil sie auch so dicht gepackt sind, dass nichts entkommen kann, was sie einmal angezogen haben. Die unter Wasser liegenden schwarzen Löcher haben oft einen Durchmesser von 150 Kilometern. Falls du in eines gerätst, würdest du es wahrscheinlich gar nicht erkennen. Diese schwarzen Löcher verhalten sich wie Wirbel und wegen ihrer Größe können selbst Fachleute ihre Grenzen kaum erkennen. Jetzt kommt etwas Entspannendes für deinen nächsten Strandurlaub. Halte deine Augen offen für ein optisches Phänomen, das man grünen Blitz nennt. Du kannst ihn kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang sehen. Er tritt auf, wenn die Sonne fast vollständig unter dem Horizont steht und nur ihr oberer Rand sichtbar ist. Dann scheint für ein oder zwei Sekunden dieser obere Rand grün. Das liegt daran, dass du die Sonne durch dickere Schichten der Atmosphäre siehst. Wenn sie unter den Horizont sinkt, wird das Licht durch die Atmosphäre gebrochen und gestreut. Warte auf einen klaren Tag ohne Wolken oder Dunst am Horizont, dann siehst du dieses Phänomen am besten.
Du hast dich auf ein schönes Badevergnügen gefreut, aber zu deinem Entsetzen ist das Wasser rot. Da solltest du besser nicht reingehen. Florida ist für diese roten Gezeiten bekannt. Sie treten auf, wenn die Konzentration einer bestimmten mikroskopisch kleinen Alge höher als normal ist. Tausende Salz- und Süßwasseralgenarten sind harmlos für Tiere und Menschen. Sie halten uns quasi am Leben, weil sie eine wichtige Sauerstoffquelle sind. Aber einige, wie die Algen, die das Meer rot färben, können für Meerestiere gefährlich werden, wie Schildkröten, Fische und Seevögel. Diese Art wächst unkontrolliert und produziert Neurotoxine, die auch für uns schädlich sind, vor allem für Menschen mit Atemwegsproblemen. Gehörst du dazu, dann solltest du Gebiete mit roter Flut meiden, vor allem wenn ein starker Wind weht, der die Algen an die Küste treibt. Vulkane spucken giftiges Gas, Asche und glühende Lava aus. Das sind jedenfalls die offensichtlichsten Gefahren. Unterwasservulkane haben aber ihre eigenen Tücken. Wenn sie in flachen Gewässern sind, zeigen sie sich durch Gesteinstrümmer und Dampf, die sie über die Oberfläche rausschleudern. Da diese Vulkane von Wasser umgeben sind, verhalten sie sich anders als Vulkane an Land. Wenn sie ausbrechen, läuft nämlich mehr Wasser in die aktiven Schlote. Lava kann sich auch über den flachen Meeresboden ausbreiten. Manchmal fließt sie auch von Landvulkanen ins Meer. Aber im Wasser kühlt sie schnell ab und übrig bleiben große Mengen vulkanischen Schutz. Kennst du die beliebten schwarzen Sandstrände auf Hawaii oder von Teneriffa? So sind sie entstanden. Heiße Lava und starke Eruptionen klingen nicht gerade gemütlich. Und Unterwasservulkane in tieferen Gewässern sind auch gefährlich, auch wenn sie nicht gleich ausbrechen. Sie produzieren Blasen und diese Blasen verringern die Dichte des umliegenden Wassers, wodurch Schiffe einfach untergehen. Dazu kommt noch, dass du von der Meeresoberfläche aus nicht erkennen kannst, dass etwas nicht stimmt. Aber diese winzigen Blasen sorgen dafür, dass das Schiff Auftrieb verliert und das ohne Vorwarnung. Die Kreuzsee ist ein seltenes Phänomen, das schön aussieht, aber sehr gefährlich ist. Es sind quadratische Wellen, die in flachen Gebieten auftauchen. Besonders eindrucksvoll kannst du sie von der französischen Insel Île de Ré oder an einigen Stränden in Tel Aviv beobachten. Aber die Kreuzsee taucht auch in vielen anderen Küstengebieten der Welt auf. Sie entsteht, wenn zwei Wellenmuster in einem schrägen Winkel verlaufen. Dann bilden sie dieses Schachbrettmuster. Es müssen also zwei Wellen aufeinandertreffen oder eine Welle wird von einer Düne in eine Richtung gedrückt, während starker Wind sie in die andere drückt. Diese quadratischen Wellen können gefährlich werden für Schwimmer und Bootsfahrer. Die von starken Meeresströmungen erzeugten Wellen sind unberechenbar und türmen sich auf, manchmal bis zu 3 Meter. Man nennt sie auch weiße Wände. Und sie sind so stark, dass sie auch große Boote zum Kentern bringen. Wenn du ein Glas mit Meerwasser füllst und es dir genauer ansiehst, siehst du darin sehr kleine Partikel. Meerwasser enthält gelöste Salze, Fette, Algen, Proteine und andere künstliche und organische Stoffe. Wenn du das Glas jetzt schüttelst, siehst du, wie sich kleine Bläschen auf der Oberfläche bilden. So entsteht Meerschaum. Wellen und Wind wirbeln den Ozean auf. Falls du mal eine dicke Gischt siehst, dann wird die durch Algenblüten verursacht worden sein. Wenn Algenblüten im Meer zerfallen, werden sie Richtung Festland getrieben. Meistens ist Meerschaum für Menschen nicht gefährlich, aber wenn sich darunter die zerfallenen Algenblüten mischen, kann das negative Auswirkungen auf die Umwelt und uns Menschen haben. Wenn zum Beispiel die Schaumblasen platzen, werden die darin enthaltenen Giftstoffe in die Luft freigesetzt, die deine Augen reizen und andere gesundheitliche Probleme verursachen können. Du kannst Gezeitenwellen in Gebieten sehen, in denen ein Fluss in ein Meer mündet. Das ist eine starke Flut, die gegen die Strömung läuft und den Fluss anschwellen lässt. Gezeitenwellen fallen in die Kategorie der Sturmflut, weil sie eine plötzliche Veränderung der Tiefe verursachen. Positive Gezeitenwellen drücken das Wasser in den Fluss zurück und er wird tiefer. Die negativen ziehen das Wasser aus dem Fluss und er wird flacher.
Solche Gezeitenwellen kannst du aber nicht überall sehen, denn der Fluss muss ziemlich flach sein und eine schmale Mündung ins Meer haben. Die Stelle, wo Fluss und Meer sich vereinen, muss aber breit sein und der Bereich zwischen Ebbe und Flut muss mindestens 6 Meter betragen. Natürlich gibt es Ausnahmen wie den Amazonas, den größten Fluss der Erde. Die Mündung des Amazonas ist zwar nicht schmal, trotzdem wird der Fluss von den Gezeiten geplagt, weil seine Mündung seicht ist und viele Sandbänke und tiefliegende Inseln hat. Die Gezeitenwellen sind dort so stark, dass der Fluss nicht einmal ein Delta hat. Seine Sedimente fließen direkt in den Atlantischen Ozean, wo sie von der Strömung mitgerissen werden. Die Gezeitenströmung ist oft unvorhersehbar und kann extrem rau werden. In einigen Fällen verändert sie sogar die Farbe des Flusses von grünbläulich zu braun. Auch die Vegetation wird in Mitleidenschaft gezogen. Selbst Bäume werden entwurzelt. Freizeitsportarten wie Kajakfahren oder Flusssurfen ist in diesen Gegenden also ziemlich gefährlich. Wenn du dir Gezeitenwellen mal anschauen willst, sei vorsichtig. Sie könnten über deinen Aussichtspunkt hinwegfegen und dich in den aufgewühlten Fluss ziehen. Du bist in der Wildnis unterwegs und suchst nach einem sicheren Platz, um dein Lager aufzuschlagen. Du hörst nur Blätter rascheln und das Knacken der Äste unter deinen Schritten. Eichhörnchen jagen sich durch die Baumkronen und dann entdeckst du etwas Unerwartetes. In der Ferne zwischen den Bäumen siehst du etwas, das wie eine Betonkonstruktion aussieht. Seltsam. Immerhin bist du mindestens 20 Kilometer tief im Wald und es gibt keine Städte oder Dörfer in der Nähe, soweit du weißt. Du verlässt den Weg, weil du dir das genauer ansehen willst. Du bahnst dir deinen Weg durch das Dickicht und kommst näher. Du siehst eine Treppe, die ins Nirgendwo führt. Was hat die da zu suchen, mitten im Wald? Du setzt deine Sherlock-Holmes-Mütze auf und willst der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht stand hier früher ein Haus oder eine Villa, die im Laufe der Jahre verrottet ist. Aber warum blieb sie als einzige stehen? Du umrundest die bizarre Treppe, erkennst aber keine Spur einer Ruine, nicht mal Reste eines Fundaments. Sieht so aus, als hätte jemand die Treppe aus seinem Haus gerissen, um sie hier hinzustellen. Du hast wenig Lust, noch länger hier zu bleiben. Irgendwas stimmt hier nicht. Je länger du dir diese seltsame Treppe anschaust, desto mehr spürst du eine unheimliche Präsenz. Irgendetwas sagt dir, dass du dieses Gebiet so schnell wie möglich verlassen solltest. So seltsam diese Geschichte klingt, es gibt überraschend viele Treppen, die an den unlogischsten Orten im Wald stehen. Einige sind aus Holz, andere aus Ziegeln und Steinen gebaut. Manche sehen uralt aus und andere, als wären sie eben erst fertiggestellt. Eines haben sie aber alle gemeinsam. Sie führen nirgendwo hin und stehen an besonders geheimnisvollen Orten. Eine der wohl sagenumwobensten Treppen steht in Chesterfield, New Hampshire. Sie wurde aus Stein gebaut mit römischen Bögen und steht mitten im Wald. Einst gehörte sie wohl zum Schloss von Madame Antoinette Cherie. Sie war damals eine angesagte Sängerin in Paris. Man schätzt, dass das Schloss vor 100 Jahren gebaut wurde. Als man es 1962 wiederentdeckte, war aber nichts mehr da außer dieser Treppe. Eine andere geheimnisvolle Treppe entstand in der Zeit vor 9000 Jahren. Du findest sie in einem Wald in Italien. Es sind Stufen, die zu einer kleinen Plattform führen. Warum hat man sich die Mühe gemacht, sie zu bauen, wenn sie nirgendwo hinführt? Fachleute glauben, dass man damals auf der erhöhten Plattform Rituale abhielt. Aber das sind nur Vermutungen. Im Indischen Ozean gibt es eine Anomalie, die man Indian Ocean Geoid Low nennt, kurz IUGL. Sie erzeugt die stärkste verzerrende Gravitationskraft der Erde. Große Mineralvorkommen, viele Tiefseegräben und Magmareservoirs stören dort das Magnetfeld. So etwas passiert übrigens überall auf der Erde. Anhand der veränderten Schwerkraft an verschiedenen Orten können wissenschaftliche Muster erstellt werden, die zeigen, was unter der Erdoberfläche passiert. Starke Schwerkraftfelder deuten darauf hin, dass die Materialdichte dort höher ist und umgekehrt. In der Wissenschaft glaubt man, dass es sich bei der IUGL um eine Delle im Erdmantel handelt, die bis in die Kruste reicht. Auf der Insel Niihau wird moderner Fortschritt abgelehnt. Dort gibt es keine Autos. Die Inselbewohner laufen oder fahren mit dem Fahrrad.
Kein Wunder, dass sie kräftige Beine haben. Sie kommen ohne fließendes Wasser, Internet und Geschäfte aus. Aber es gibt eine Schule auf der Insel und die wird mit Solarenergie betrieben. Sie ist auch die einzige Schule im Bundesstaat Hawaii, die von der Sonne versorgt wird. Auf der Insel gibt es einige Grundregeln, an die sich alle halten müssen. Wer gegen diese Regeln verstößt, wird im schlimmsten Fall von der Insel verbannt. Unweit von Bangkok im Nordosten Thailands gibt es eine 75 Millionen Jahre alte Felsformation. Diese Formation sieht aus wie drei schwimmende Wale. Es ist eine wunderschöne Skulptur, die die Natur geschaffen hat. Sie trägt den Namen Three Whales Rock. Vor Millionen Jahren war dieses Gebiet nur eine Wüste. Aber nach und nach wurde der Sandstein durch die Bewegung der tektonischen Platten auseinandergezogen und durch Erosion geformt. So entstand diese spektakuläre Formation. Es lohnt sich, die Wanderwege rund um den Three Whales Rock zu erkunden, denn dort gibt es Wasserfälle und eine einzigartige Flora und Fauna. Die folgenden Gruben wurden 2014 auf den Halbinseln Yamal und Gidan entdeckt. Und sie werden immer breiter. Solche Gruben findet man mittlerweile häufiger. Und natürlich gibt es viele Theorien, wie sie entstanden sind. Sie reichen von Meteoriteneinschlägen bis hin zu Aktivitäten außerirdischer Zivilisationen. Die plausibelste Erklärung ist aber, dass Methangas mit Wassermolekülen reagiert hat, als der Permafrost auf der Erde zu schmelzen begann. Das führte dazu, dass Methangasblasen durch das Eis platzten. Die Krater könnten tausende Jahre alt sein, aber das weiß niemand so genau. Jetzt sind wir im Bundesstaat New Mexico und besuchen die Kleinstadt Taos. 2% der Bewohner hören täglich ein seltsames Summen. Einige glauben, dass dieses Geräusch von etwas kommt, das Gäste aus einer anderen Galaxie dagelassen haben. Man erzählt sich auch, dass etwas Unheimliches in der Stadt lebt. Es heißt, Taos sei verflucht. Ein böser Geist bestraft die Menschen für etwas, das ihre Vorfahren in der Vergangenheit getan haben. Wissenschaftlich kann dieses Geräusch nicht erklärt werden. Es heißt aber, dass die Beschaffenheit des Ortes eine ungewöhnliche Akustik erzeugt. Andere tun das Summen als Halluzination ab. Einige hören es auch nur, weil jeder darüber spricht. Der Verstand erschafft also dieses Geräusch, obwohl es gar nicht da ist. Übrigens, nicht jeder hört das gleiche Geräusch. Manche hören ein leises Brummen, andere eher ein Summen. Das ist aber nicht der einzige Ort, in dem man ein merkwürdiges Geräusch hört. Vielleicht hast du schon vom The Hum gehört. Weltweit behaupten sehr viele Menschen, es zu hören. Bewohner eines kleinen Dorfes in Schottland beschreiben es als ein tiefes Brummen. Auch in Florida wird es so beschrieben. Es ist nicht genau bekannt, wann dieses Phänomen aufgetreten ist. In der Zeitung wurde darüber erstmals in England in den 1970ern berichtet. Doch man fand auch etwa 200 Jahre alte Aufzeichnungen über ein mysteriöses Brummen. Schätzungsweise hören nur etwa 2% der Menschen weltweit das Summen. Vielleicht hören ihre Ohren niederfrequente Wellen oder es hat einen anderen Grund. Ich meine, man summt ja auch, wenn man den Text des Songs nicht kennt, oder? Jo, der Witz war auch schon vor 200 Jahren nicht cool. Kennst du schon den indonesischen Vulkan, der leuchtend blaue Lava ausspuckt? Er erzeugt elektrisch blaue und violette Flammen. Das kann er, weil sein Schwefelgehalt so hoch ist. Das ist einmalig auf der Erde und ein Grund mehr noch, bei Gasen und üblem Gestank zu bleiben. Wenn schwefelhaltige Gase mit heißer Luft in Berührung kommen und von der Lava entzündet werden, leuchtet es blau. In seinem Krater befindet sich auch der größte Säuresee der Erde. Ja, dieser Vulkan ist ein echter Stinker. Unterwasserflüsse und Seen nennt man Sohlebecken. Weil ihr Salzgehalt viel höher ist, ist das Wasser viel dichter als das Meerwasser in der Umgebung. Deshalb sinkt es auf den Grund. So entstehen Unterwasserflüsse und Seen. Sie haben ihre eigenen Wellen, die gegen ihre Küstenlinie schlagen. Wenn du mit einem U-Boot da unten wärst, könntest du auf der Oberfläche eines Sohlebeckens schwimmen. Ohne U-Boot wäre das viel zu riskant, weil diese Seen viel giftiges Methan und Schwefelwasserstoff enthalten. Klingt nicht so gesund. In Mexiko gibt es eine Höhle mit einzigartigen Kristallformationen.
Dort herrschen extrem seltene Bedingungen, dank derer die Kristalle zu dieser unglaublichen Größe heranwachsen konnten. Die Luft ist extrem feucht und das Wasser ist extrem mineralhaltig, was das Wachstum der milchig-weißen Giganten fördert. Einige sind sogar länger als Strommasten. Hast du schon mal einen Schneedonut gesehen? Sie entstehen, wenn eine Windböe Schnee über eine verschneite Fläche rollt. So als würde der Wind einen Schneeball formen. Ein richtiger Schneeball wäre aber irgendwann zu schwer, um vom Wind bewegt zu werden. Aber das ist ja ein Schneedonut und der ist in der Mitte hohl. Das passiert, weil die innere Schicht so dünn ist, dass der Wind einfach durchblasen kann. Und so rollt er weiter und weiter. Leider tauchen Schneedonuts sehr selten auf, weil sie ganz bestimmte Bedingungen brauchen. Die Danakil-Senke in Äthiopien ist wahrscheinlich einer der bizarrsten Orte, den du je gesehen hast. Sie ist übersät mit neonfarbenen heißen Quellen, Lavapools und endlosen Salzebenen. Doch Vorsicht, giftige Gase wirbeln über die Hydrothermalfelder. Die Pools sind auch extrem sauer. Geh da also nicht baden, außer deine letzte Mahlzeit liegt 30 Minuten zurück. War nur ein Scherz. Kein Scherz sind die 28.000 Gummienten, die man 1992 im Meer gefunden hatte. Ein Schiff, das dieses lustige Badespielzeug geladen hatte, verlor auf dem Weg von Hongkong in die USA einen Container. Man konnte sie vor Südamerika, Alaska, Hawaii, sogar vor Australien sichten. Einige dieser Enten treiben auch heute noch im Meer. Mein Gummientchen bleibt in meiner Wanne. Die ist groß genug zum Erkunden. Ein lila Sonnenuntergang. So etwas musst du mindestens einmal in deinem Leben erleben. Das ist zwar nicht gefährlich und hat damit zu tun, wie sich das Licht ausbreitet. Das Sonnenlicht ist weiß, aber wenn es durch ein Prisma fällt, sieht man Lichtwellen in verschiedenen Farben. Von Rot und Orange bis Blau, Grün und Indigo. Das Licht breitet sich meistens in einer geraden Linie aus, wenn nichts im Weg steht. Die kürzeren Lichtwellen, also auch die blauen und violetten, werden leichter gestreut, wenn sie auf Moleküle oder Aerosole in der Atmosphäre stoßen. Bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang steht die Sonne tief am Horizont. Darum muss ihr Licht mehr Moleküle passieren, die das violette und blaue Licht streuen. Und die Farben, die deine Augen dann wahrnehmen, sind gelb, orange und rot. Aber unter den richtigen Bedingungen kannst du den herrlichen lila Himmel sehen. Manchmal ist der Grund aber viel gruseliger. Der lila Himmel kann durch Wirbelstürme, Waldbrände oder Staubstürme verursacht werden. Die Konzentration von Wasserdampf in der Luft steigt und das Licht wird stärker gestreut als sonst. Auch Staub, die untergehende Sonne und eine niedrige Wolkendecke tragen zu diesem natürlichen Schauspiel bei. Der Himmel färbt sich in der Abenddämmerung orange und rot, wenn es noch hell genug ist. Dann gibt er rosa Farbtöne ab, die sich mit dem dunkelblauen Himmel vermischen. Du weißt doch, was passiert, wenn man rosa und blau mischt. Man erhält die Farbe lila. Nicht jeder Hurrikan färbt den Himmel lila. Es lässt sich kaum vorhersagen, genau wie ein Regenbogen. Dennoch berichteten die Leute, dass mehrere große Hurrikane den Himmel lila färbten. Ein grüner Himmel sieht genauso atemberaubend aus wie ein violetter, aber er schreit nach Gefahr. In der Regel bedeutet er, dass ein Gewitter, ein Hagelsturm oder ein Tornado in der Nähe ist. Die einzigartige Farbe entsteht, wenn sich gelbe Sonnenstrahlen mit dem blauen Licht der Gewitterwolken vermischen. Du genießt einen schönen Tag am Ozean und plötzlich bemerkst du, dass sich das Wasser enorm schnell vom Strand zurückzieht. Das ist ein klares Zeichen für dich, möglichst schnell und weit weg vom Strand zu rennen. Denn das kann bedeuten, dass sich ein Tsunami nähert. Und eine schnelle Reaktion erhöht deine Überlebenschancen. Wenn du bemerkst, dass der Meeresspiegel steigt, aber nicht zu extrem erscheint, könnte das ein weiteres Zeichen sein, dass ein Tsunami nah ist. Dies geschieht in 40% der Fälle und das einströmende Wasser ist die erste Tsunamiwelle. Die nächste, die viel größer und gefährlicher ist, folgt in der Regel in etwa 10 Minuten.
Tsunamis tauchen immer mit lauten Geräuschen auf. Man beschreibt sie als Donner, das Grollen einer Lokomotive, eines Hubschraubers oder einfach als einen lauten Knall. Siehst du am Strand einen unruhigen Wasserstrom? Halte dich lieber fern davon. Es kann unter der Oberfläche einen Rippstrom geben, der extrem gefährlich ist. Manchmal treffen die Wellen auf seltsame Weise auf das Ufer, sodass diese Strömungen entstehen. Vielleicht siehst du eine seltsame Wellenbrechung oder einen Wasserfleck, der eine deutlich andere Farbe hat. Ein weiteres Warnzeichen für eine reißende Strömung sind Algen, die in zufällige Richtungen treiben. Wenn du in einen Rippstrom gerätst, halte dich möglichst über Wasser, aber versuche auf keinen Fall gegen den Strom zu schwimmen. Du verschwendest damit nur wertvolle Energie. Rufe um Hilfe und versuche, am Strand entlang zu schwimmen. Wenn du aus der Strömung herauskommst, beweg dich schräg zum Ufer. Wenn du das nächste Mal kegelförmige Wolken am Himmel siehst, suche schnell nach einem Unterschlupf. Wenn sie einfach so bleibt, dann kommt ein großer Sturm. Aber wenn eine solche Wolke anfängt, sich zu drehen, bedeutet das, dass sie sich in einen Tornado verwandelt. Wenn du Bienen in der Nachbarschaft hast, können sie dich eines Tages vor großem Ärger bewahren. Diese fleißigen Kerlchen werden aktiver als sonst, wenn sie einen Sturm spüren. Sie versuchen, mehr Nektar zu sammeln, ehe er sie erreicht. Und sie kehren immer 10 bis 15 Minuten vor einem starken Regen zum Bienenstock zurück, auch wenn es keine sichtbaren Anzeichen für einen Regen gibt. Die superempfindlichen Haare auf ihrem Rücken können die elektrostatische Aufladung von Gewitterwolken auffangen. Und das ist ihr Geheimnis. Schon seit Jahrhunderten wissen die Menschen, dass sich Tiere einige Tage vor großen seismischen Ereignissen seltsam verhalten. Hunde bellen unaufhörlich, Kühe geben keine Milch mehr und Kröten, Ratten und Schlangen verlassen ihre Nester. Es sieht so aus, als ob Tiere kleinere Erdbeben spüren können, die Menschen nicht einmal bemerken. Wissenschaftler versuchen, eine Erklärung dafür zu finden. Aber trotz mehrerer Experimente sind sie immer noch nicht in der Lage, dieses Geheimnis zu lüften. Kannst du Ozon in der Luft riechen? Wenn ein Gewitter aufzieht, ist es der deutlichste und stärkste Geruch, den man wahrnehmen kann. Er wird durch die elektrische Ladung eines Blitzes aus größeren Höhen freigesetzt. Der andere, angenehmere Geruch des Regens ist der Petrichor. Regenwasser weckt Moleküle auf Pflanzen, Bäumen, Beton und Asphalt. Ihr Geruch verbreitet sich überall. Du kannst diesen Geruch sogar im eigenen Mund spüren. All die positiven Ionen in der Luft, die ein Blitz freisetzt, vermischen sich mit Ozon und deinem Speichel. Und dadurch bekommt man diesen bitteren, metallischen Geschmack. Kurz vor dem Blitzeinschlag kannst du seltsames Knistern, Summen oder sogar Vibrationen hören, die von Metallobjekten verursacht werden. Deine Hände beginnen zu schwitzen. Und dann spürst du, wie sich deine Haare zu Berge stellen. Das ist eine klare Warnung, um dein Leben zu retten. Positive Ladungen wandern durch deinen Körper und versuchen, den negativen Teil des Sturms zu erreichen. Vertrau mir, du möchtest gar nicht, dass sich diese beiden Ladungen treffen. Wenn du keinen Unterschlupf in der Nähe siehst, versuch dich kleiner zu machen als die Objekte um dich herum. Klappe deinen Regenschirm zu und halte dich von Drahtzäunen, Metallrohren, Schienen und anderen Metallobjekten fern. Und leg dich nicht flach auf den Boden. Er ist bestimmt nass, was bedeutet, dass der Strom gut leitet. Bemerkst du plötzlich Risse im Asphalt neben dem Haus, könnte das ein Hinweis auf einen Erdfall sein. Überprüfe dein Haus von innen. Klemmt die Tür oder gibt es vielleicht einen Spalt ganz oben unter der Decke? Krumme Küchenschränke und Schubladen, schiefe Böden, sich neigende Treppen, Wasser, das nach jedem Regen ausläuft und verschobene Leisten sind alles Anzeichen dafür, dass sich ein Erdfall anbahnt. Um zu erkennen, ob es sich tatsächlich um ein Erdfallloch handelt und wie gefährlich es ist, musst du ein Ingenieurbüro hinzuziehen. Wenn du ein bereits vorhandenes Erdfallloch entdeckst, halte dich davon fern. Am besten solltest du ihn einzäunen oder absperren, um ihn für andere weniger gefährlich zu machen. Und du brauchst bestimmt professionelle Hilfe, um es zu reparieren.
Manche Vulkane schreien, wenn sie kurz vor dem Ausbruch stehen. Kleine Erdbeben, die oft vorher stattfinden. Hey, spürst du das Grummeln? Nein, das kommt nicht von deinem Bauch. Es kommt von viel weiter unten und klingt unheilvoll. Du schaust zum Himmel und siehst seltsame Lichter in der Luft hängen. Sie sehen aus wie leuchtende Weihnachtskugeln hoch oben am Himmel. Deine Kehle ist trocken und du schluckst. Diese Lichter nennt man Erdbebenlichter. Dieses Phänomen ist kaum bekannt und es gibt nur wenige Augenzeugen. Sie treten in verschiedenen Formen und Größen auf, können wie Lichtkugeln, Blitze, Lichtschlangen oder als gleichmäßiges Glühen am Himmel auftreten. Kurz darauf folgt ein starkes Erdbeben. In der Wissenschaft gibt es bisher noch keine Erklärung, warum diese Lichter erscheinen, zumal sie nicht immer auftreten. Es heißt, dass diese Lichter durch eine Reaktion von unterirdischen Gasen entstehen, wenn sie in die Atmosphäre austreten. Bei dir bebt nun auch die Erde, aber du hast Glück. Es ist nicht so stark, wie du erwartet hattest. Der Boden zittert, aber du kannst dein Gleichgewicht halten. Und so schnell, wie es begonnen hat, hört es auch schon wieder auf und du gehst nach Hause. Auf dem Heimweg siehst du einen Blitz und hörst einen Peitschenknall. Ein Blitz ist in einen freistehenden Baum in deiner Nähe eingeschlagen. Der Baum hat Feuer gefangen und jetzt ragt eine Flammensäule in den Himmel. Es regnet noch nicht und die Feuersäule wächst ungehindert weiter in den Himmel. Hast du schon mal was von Feuertornados gehört? Dieses Phänomen entsteht, wenn der Wind wegen des Luftdrucksunterschieds in Bodennähe in einem Kreis gefangen ist. Sie sehen aus wie Mini-Tornados, die Dreck, Sand und Blätter in die Luft wirbeln. Und wenn sie über einem Brandherd entstehen, heizt der Mini-Tornado das Feuer wie einen Blasebalg an. Die Flammen drehen sich immer weiter nach oben, wirbeln herum, bis schließlich ein lodernder Turm in den Himmel ragt. Aber zum Glück sind diese Feuertornados nur von kurzer Dauer und richten normalerweise keinen zusätzlichen Schaden an. Instinktiv willst du unter einem Baumschutz suchen, aber du bist in Florida und dieser Baum, der auch an einigen Orten an der Karibikküste vorkommt, ist keine gewöhnliche Pflanze. Äußerlich sieht der Baum nicht ungewöhnlich aus. Grauer Stamm, grüne Blätter und Früchte, die wie kleine Äpfel aussehen. Aber stopp! Du darfst diese Äpfel auf gar keinen Fall pflücken und dich auch niemals unter diesen Baum stellen. Vor allem nicht, wenn es regnet. Das ist der Manchineel-Baum, der als der gefährlichste Baum der Welt gilt. Sein Stamm, seine Rinde, seine Äste und seine Früchte enthalten einen giftigen Saft. Ein Tropfen dieser säurehaltigen Flüssigkeit kann deine Haut wegätzen. Der Baum selbst sondert diesen Saft auch ab, also fass ihn besser nicht an, sonst verbrennst du dir förmlich die Hand. Und wenn es regnet, vermischen sich die Regentropfen mit dem Gift und können von der Rinde auf deine Haut abprallen. Stell dich bei Regen also nicht unter diesen Baum. Auffällig ist, dass fast keine anderen Sträucher oder Pilze in der Nähe wachsen und Tiere meiden diese Bäume ebenfalls. Für uns Menschen ist dieser Baum ziemlich nutzlos. Weder das Holz noch die Früchte sind für uns gut. Aus den Ästen solltest du auch kein Lagerfeuer machen, denn beim Verbrennen des Holzes entsteht ein giftiger Rauch, der deine Augen schädigt. Die Einheimischen kennen diesen Baum gut, aber Touristen könnten zu Schaden kommen. Daher wurden die meisten Manchineelbäume mit Farbe markiert oder es wurden Warnschilder angebracht. Wenn du Angst vor Blitzen hast, dann reise lieber nicht in den Westen Venezuelas, denn in der Nähe des Catatumbo-Flusses durchziehen Blitze fast jede Nacht den Himmel. Das Phänomen beginnt gegen 19 Uhr und endet erst im Morgengrauen. Das Catatumbo-Gewitter machte aber einmal eine längere Pause, von Januar bis März 2010. Das lag aber wahrscheinlich an der Trockenheit oder vielleicht war die Ladung aufgebraucht. 1991 meinten Forschende, dass das Phänomen durch das Zusammentreffen von kalten und warmen Luftströmen im Gebiet entsteht. Eine andere Theorie besagt, dass die Blitze auf das Vorhandensein von Uran im Grundgestein zurückzuführen sein könnte. Wusstest du eigentlich, dass Blitze nicht unbedingt in Wolken entstehen müssen? Es gibt ein seltenes Phänomen, das schmutziges Gewitter genannt wird. Die Blitze entstehen über Vulkanen. Der berühmteste ist wohl in Japan. Er bricht fast jeden Tag aus und spuckt schwarze Rauchschwaden in die Luft. Das sind super gruselige Vulkanwolken. Plus Blitze. Boah. Normale Blitze entstehen während eines Gewitters, wenn Eiskristalle aneinanderstoßen. Bei einem schmutzigen Gewitter prallen Teile der Vulkanasche aufeinander, erzeugen Reibung und bringen den Himmel zum Glühen.
An einem der heißesten und trockensten Orte der Erde, der afrikanischen Danakil-Wüste, steigen die Temperaturen oft über 50 Grad. In dieser außergewöhnlichen Gegend gibt es viele Vulkane und Geysire, die giftige Gase wie Chlor und Schwefel ausspucken. Das leuchtend grüne, elektrisch blaue und gelbe Wasser ist Regen- und Meerwasser, das durch Magma aufgewärmt wurde. Ein falscher Schritt und du wärst spurlos verschwunden. Im Juni 2009 passierte in einigen Gebieten Japans etwas sehr Merkwürdiges. Als die Leute nach einem heftigen Regenguss ihre Häuser verließen, sahen sie überall Fische, Frösche und Quallen. Felder, Straßen, Parks und Dächer waren übersät mit Meeresbewohnern. Ein Mann war schockiert, als er 13 Karpfen auf seinem LKW fand. Offenbar hielt er an, um sie zu zählen. Niemand weiß mit Sicherheit, woher der bizarre Regen kam, aber die plausibelste Theorie besagt, dass eine mächtige Wasserhose die Fische aufgesammelt hat, sie durch die obere Atmosphäre transportiert wurden, um dann auf ahnungslose Menschen herabzufallen. Ein anderes beeindruckendes Naturphänomen kannst du am Abraham Lake in Kanada bestaunen. Der See ist komplett zugefroren. Du betrittst das durchsichtige Eis und schaust auf das, was darunter liegt. Es sind keine Fische, sondern mysteriöse gefrorene Blasen. Sie sehen aus wie kleine Wolken, die im Eis gefangen sind, oder wie Quallen, die keine Winterklamotten eingepackt haben. Es gibt tausende dieser Blasen und sie bestehen aus Methan. Kommt bloß nicht auf die Idee, ein Loch ins Eis zu bohren, um sie zu berühren. Methan ist hochentzündlich. Es wird von Methan produzierenden Bakterien erzeugt, die Blätter, Gras, Insekten oder andere organische Stoffe fressen, die in den See gelangen. Wenn das Methan mit dem gefrorenen Wasser in Berührung kommt, verwandelt es sich in diese gefrorenen Kugeln. Schmilzt das Eis, platzen sie auf und brutzeln. Ähnliche Seen gibt es in einigen Küstengebieten des Arktischen Ozeans. Dort werden die Blasen aber so groß wie Heißluftballons. Sicherlich schön, aber nicht ganz ungefährlich. Ein anderer schockierender See liegt in Indonesien auf der Insel Java. Du besteigst einen majestätischen Vulkan, der mit Gras und Bäumen bewachsen ist. Der Vulkan scheint zu schlafen, aber es steigt Rauch aus ihm auf. Du kletterst auf den Gipfel, bist erschöpft, müde und verschwitzt. Eine Abkühlung wäre ganz gut. Du hast es bis zum Gipfel geschafft und schaust in den Schlund des Vulkans. Keine brodelnde Lava. Du siehst nur einen wunderschönen türkisfarbenen See. Das sieht aus wie eine Oase. Perfekt für eine Erfrischung. Du rennst hinunter und machst dich bereit, hineinzuspringen. Aber stopp! Das ist kein Wasser, das ist pure Säure. Schwefelhaltige Gase gelangen aus dem Vulkan in den See. Der See selbst ist voll von Metallen. Wenn die Gase mit ihnen in Berührung kommen, entsteht dieses schöne türkisfarbene Wasser. Säure. Am besten gehst du zurück ins Dorf, ruhst dich aus und kommst in der Nacht zurück. Dann ist es auch kühler. In der Dunkelheit scheint der See zu glühen. Direkt über ihm siehst du leuchtende, explodierende kleine Wolken. Die schwefelhaltigen Gase steigen aus dem See auf, verbinden sich mit der Luft und leuchten hellblau. Geh aber nicht so nah ran. Ein See färbt sich düster rot und kein Lebewesen kann darin überleben. Das muss dunkle Magie sein. Aber eigentlich sind es winzige Algen, die dem Wasser diese besondere Färbung verleihen. Das wird übrigens rote Flut genannt. Die darin enthaltenen Giftstoffe können Meerestiere, Vögel und andere Lebewesen den Garaus machen. Beim Menschen führt der Kontakt zu Atemproblemen und Vergiftungserscheinungen, wie bei einer Lebensmittelvergiftung. Planst du eine Kreuzfahrt? Dann pass auf hoher See auf, denn es sind schon Schiffe ohne erkennbaren Grund gesunken. Aber meistens waren es Luftblasen, die von Unterwasservulkanen stammen. Diese produktiven Magmafabriken liegen 8.500 Meter tief im Wasser. Und wenn sie aktiv werden, verhalten sie sich wie die Landvulkane und verursachen zerstörerische Tsunamis. Was haben wir denn hier? Ein Baum, der wie eine Flasche aussieht. Man nennt ihn auch Flaschenbaum. Sowas. Er wächst in Namibia und zieht viele Touristen an. Aber bitte bestaune den Baum aus einer sicheren Entfernung, denn er gilt als einer der gefährlichsten Bäume der Welt. In ihm fließt ein milchiger Saft, der hochgiftig für uns Menschen ist. Aber um seine wunderschönen rosa-weißen Blätter mit dem roten Kern zu bestaunen, musst du gar nicht so nah rangehen. Apropos Bäume.
In Westaustralien wächst ein Baum, den sie früher als Gefängnis genutzt haben. Im Inneren des Boab Prison Tree gab es lange Zeit eine Zelle für Kriminelle. Sie wurden dort aber meist nur für eine Nacht eingesperrt, bevor sie in ihre eigentliche Zelle kamen. Das Gefängnis wurde vor mehr als 1500 Jahren geschaffen und ist bis heute perfekt erhalten. Wenn du mal in Westaustralien unterwegs bist, dann schau dir das Baumgefängnis ruhig aus nächster Nähe an. Du machst einen Spaziergang an einem warmen Sommernachmittag. Das Gras ist grün, die Sonne steht hoch am Himmel und plötzlich spürst du, wie du einsinkst. Du gerätst in Panik, aber dann springst du sofort wieder auf. Du testest deinen Stand und springst ein wenig. Das Gras hüpft mit dir wie ein Trampolin. Dieses Phänomen wird durch Bodenverflüssigung verursacht. Überschüssiges Wasser von starken Regenfällen oder Überschwemmungen wird im Boden eingeschlossen und führt zu einer Staunässe. Dadurch wirkt der Boden vorübergehend wie ein riesiges Wasserbett. Auch wenn es verlockend ist, auf diesem federnden Gras zu laufen und zu hüpfen, solltest du vorsichtig sein. Das Gras könnte aufbrechen und wenn jemand hindurchfällt, wäre es unglaublich schwierig, wieder herauszukommen. Ein ausbrechender Vulkan ist schon ein ziemlich furchterregender Anblick mit dunklen Rauchwolken und fließender heißer Lava. Noch furchterregender ist, dass er auch Licht erzeugen kann. Vulkanisches Licht ist ziemlich schwer zu untersuchen, sodass WissenschaftlerInnen nicht genau wissen, wodurch es verursacht wird. Eine gängige Theorie besagt, dass die Asche während eines Ausbruchs so viel Reibung aufnimmt, dass sich statische Elektrizität aufbaut. Diese statische Elektrizität löst dann das vulkanische Feuer aus. Ein Feuerwirbel oder Feuertornado ist genau das, wonach es klingt. Sie entstehen, wenn Bodenwinde Flammen auffangen und die Glut zu einer wirbelnden Kraft aufsteigen lassen. Diese wirbelnden Feuersäulen können bis zu 305 Meter hoch werden, aber zum Glück dauern sie nur wenige Minuten. Feuertornados sind ziemlich selten, aber sie können extrem gefährlich sein. Im Jahr 1923 entstand in Tokio bei einem großen Stadtbrand ein gigantischer Feuertornado. Der Tornado dauerte eine Viertelstunde und verwüstete die Stadt, wobei er erhebliche Schäden anrichtete und 38.000 Menschen verletzte. In einer kalten und wolkenlosen Winternacht hast du vielleicht das Glück gehabt, bunte Strahlen aus blauem und orangenem Licht zu sehen, die in den Himmel ragen. Diese werden Lichtsäulen genannt. Sie entstehen, wenn das Licht von winzigen Eiskristallen, die in der Atmosphäre schweben, reflektiert wird. Diese Lichtsäulen sind in kalten nördlichen Ländern wie Kanada oder Russland häufiger zu sehen. Wir alle haben schon die bunten Regenbögen gesehen, die die Sonne erzeugt. Es ist viel seltener, dass ein Regenbogen den Nachthimmel erhält, der vom Mond erzeugt wird. Das nennt man einen Mondbogen. Er ist so hell und bunt wie ein Regenbogen und entsteht, wenn das Mondlicht von Wassertröpfchen am Himmel reflektiert wird. Mondbögen sind unglaublich selten und können nur unter ganz bestimmten Bedingungen auftreten. Der Mond muss sehr niedrig stehen, der Himmel muss dunkel sein und der Regen muss direkt gegenüber dem Mond fallen, damit dieser Mondregenbogen entsteht. Wenn du nachts einen Strandspaziergang im Mondschein machst, könntest du auf das seltsame Phänomen eines biolumineszierenden Strandes stoßen. Das passiert, wenn Mikroorganismen im Wasser, das sogenannte Plankton, durch die Bewegung der Wellen aufgewühlt werden und eine leuchtend blaue Farbe abgeben. Diese Mikroorganismen leben in der Regel in wärmeren Gewässern, sodass du diese leuchtenden Strände unter anderem auf den Malediven, in Puerto Rico und sogar in Florida finden kannst. In der Antarktis findest du die berühmten Blutfälle. Blutrot gefärbtes Wasser strömt aus einem unterirdischen See des Taylor-Gletschers. Ursprünglich glaubten WissenschaftlerInnen, dass die auffällige Farbe durch einen Mikroorganismus verursacht wird, der dem leuchtenden Plankton an den Stränden ähnelt. Doch nach weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass das Wasser ungewöhnlich hohe Mengen an Eisen enthält, die oxidieren und zu Rost werden, sobald sie auf Frischluft treffen. In kälteren Klimazonen, in denen Seen das ganze Jahr über zugefroren sind, kannst du bei genauem Hinsehen gefrorene Blasen im Eis entdecken. Das sind kleine Taschen mit Methangas. Die Bakterien im Wasser ernähren sich von anderen Organismen und verdauen sie, um Methan zu produzieren. Das Methan verwandelt sich in schwimmende Blasen im gefrorenen Wasser, die unter den Eisschichten eingeschlossen sind. Asperatuswolken sind eines der seltensten Ereignisse in der Natur. Diese Wolkenformation besteht aus unglaublich dunklen und sturmartigen Wolkenwellen.
Obwohl diese Wolken bedrohlich wirken und aussehen, als würden sie einen schweren Sturm mit sich führen, lösen sie sich normalerweise auf, ohne das Wetter zu beeinflussen. Diese Wolken treten am häufigsten in den Great Plains der Vereinigten Staaten auf, aber seit 2009 wurden sie nicht mehr beobachtet. Obwohl die Wüste für ihr raues Klima bekannt ist, kann sie wunderschöne Dinge hervorbringen, wie zum Beispiel Wüstenrosen. Das sind verschlungene, rosenähnliche Formationen aus Kristallclustern. Der intensive Wechsel zwischen trockenen und feuchten Bedingungen formt die Kristalle und schließt Sandkörner in sich ein, die ihnen ihre charakteristische Farbe verleihen. Aus der Ferne könnte man eine Wasserhose leicht mit einem großen Tornado verwechseln, der über ein Gewässer zieht. In Wirklichkeit sind Wasserhosen eine Art trichterförmige Wolke. Sie sind rotierende, wolkengefüllte Windsäulen, die oft eine dunkle Farbe annehmen. Wasserhosen sind viel schwächer und kleiner als Tornados und sie sind nicht stark genug, um etwas in sich hineinzusaugen. Dieses Phänomen tritt typischerweise in tropischem Klima auf und löst sich normalerweise auf, bevor es Land erreicht. Linsenwolken sind flache Wolken, die sich übereinander legen und wie Pfannkuchen am Himmel aussehen. Sie bilden sich normalerweise in großen Höhen, wo geografische Merkmale wie Berge oder hohe Gebäude den Luftstrom unterbrechen. Aufgrund ihrer einzigartigen Form wurden Linsenwolken als Erklärung für einige UFO-Sichtungen vorgeschlagen. Wenn sich unser Klima verändert, entstehen neue Naturphänomene. Eines davon ist der explodierende Permafrost. Die steigenden Temperaturen in den arktischen Zonen lassen den Permafrost auftauen. Genau wie in gefrorenen Seen sind im Permafrost Methangasblasen eingeschlossen. Wenn der Permafrostboden zu schmelzen beginnt, wird das Gas freigesetzt und es führt zu großen Explosionen im Boden, die riesige Löcher hinterlassen. Der erste Fall dieser Art wurde 2013 gemeldet und seitdem wurden mehrere weitere gesichtet. Wenn du an Eisberge denkst, stellst du dir normalerweise einen großen Brocken unberührten weißen Eises vor. Aber in der Antarktis gibt es Eisberge mit grünen, blauen, gelben und anderen Streifen. Die verschiedenen Farben werden durch die besonderen Bedingungen verursacht, unter denen sich das Eis bildet. Grün erscheint typischerweise, wenn algenreiches Wasser gefriert. Andere Farben werden in der Regel durch Ablagerungen verursacht, die das Wasser beim Gefrieren aufnimmt. Perlmuttwolken gehören zu den seltensten Wolken auf der Erde. Sie treten normalerweise in großen Höhen auf und sind nur innerhalb von 2 Stunden nach Sonnenuntergang sichtbar. Die Wolken sehen wunderschön aus, da sie Lichtwellen in verschiedenen Farben zeigen. Aber lass dich nicht täuschen, diese Wolken sind in Wirklichkeit ein ziemlich gefährlicher Anblick. Perlmuttwolken sind unglaublich zerstörerisch für unsere Atmosphäre. Ihre Anwesenheit fördert die chemische Reaktion, die unsere Ozonschicht abbaut. Und diese ist ein wichtiger Schutzschild, der uns vor den schädlichen Strahlen der Sonne schützt. Der letzte Ort, an dem man ein natürliches Feuer vermuten würde, ist ein Wasserfall. Aber es kommt häufiger vor, als man denkt. In Upstate New York befindet sich in der Mitte eines kleinen Wasserfalls eine ewige Flamme, die etwa 20 cm groß ist. Unter dem Wasserfall befindet sich eine natürliche Gasquelle, das unter niedrigem Druck aus dem Untergrund in die Erdatmosphäre entweicht. Das kleine Feuer ist durch die Felsen so gut vor der Gischt des Wasserfalls geschützt, dass es dauerhaft brennt. Normalerweise ist grüner Sand nicht das, was man sich unter einem tropischen Strand vorstellt. Aber auf Hawaii und anderen Vulkaninseln rund um den Globus findest du Strände mit dunkelgrünem Sand. Diese bemerkenswerte Farbe entsteht durch die Erosion von Olivinen, einer Gesteinsart, die durch Vulkanausbrüche in der Nähe entstanden ist. Im Laufe der Jahre verwittert das Gestein langsam zu Sand und wird an die Küste geschwemmt, wodurch diese seltsam gefärbten Strände entstehen. Penitentes sind Felder aus Eiszacken, die in großen Höhen entstehen. Sie bilden sich, wenn Sonnenlicht direkt auf das Eis strahlt und es in Wasserdampf verwandelt, anstatt es zu schmelzen. Die Sonnenstrahlen verdampfen kleine Vertiefungen in der Schneeoberfläche, sodass scharfe, kristallartige Gebilde entstehen. Die Stacheln können bis zu 4,5 Meter hoch werden. Mammatuswolken gehören zu den ungewöhnlichsten und markantesten Wolkenformationen. Die Wolken können sich über hunderte von Kilometern erstrecken und sehen aus, als ob der Himmel mit Wattebällchen bedeckt wäre. Die Wolken selbst sind harmlos, aber sie sind oft ein Zeichen dafür, dass ein gefährlicher Sturm in der Nähe ist. Wenn du sie also siehst, geh besser ins Haus. Ein grüner Blitz ist ein seltenes Phänomen, das kurz bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang auftritt, wenn die Sonne fast ganz vom Himmel verschwunden ist. Unter den richtigen Bedingungen können Schaulustige einen deutlichen grünen Blitz sehen, der die Sonne hellgrün erscheinen lässt.
Das liegt daran, dass das Sonnenlicht von der Erdatmosphäre reflektiert wird und sich das Licht in verschiedenen Farben bricht. Die Sonne erscheint grün, aber in Wirklichkeit ist es nur eine optische Täuschung. 50 Schiffe und 20 Flugzeuge sind verschwunden. Viele Menschen werden vermisst. Und mysteriöse Mächte könnten... Ups, falsches Skript. In Transsilvanien, auch bekannt als Siebenbürgen, gab es einst einen geheimnisvollen Ort im Herzen der Region, den die Einheimischen das Bermuda-Dreieck Rumäniens nannten. Schau dir die krummen Bäume und das verworrene Unterholz an. Es sieht so aus, als ob jeden Moment eine böse Kreatur hinter einem Baum hervorspringen könnte. Vielleicht gibt es hier sogar Geister und geheimnisvolle Wesen aus dem Weltall, wie es in den Geschichten heißt. In den 60er Jahren wurde der Wald durch eine Begebenheit populär. Ein Mann entspannte sich an einem heißen Augustnachmittag mit seiner Freundin und ein paar Freunden im Wald, als plötzlich etwas Ungewöhnliches am Himmel auftauchte. Seine Freundin machte ihn darauf aufmerksam und auch einem anderen Mann fiel das seltsam leuchtende Objekt auf. Es handelte sich um eine silberne Scheibe, die nur etwa 2 Minuten lang zu sehen war. Der Mann griff schnell zu seiner Kamera und machte 4 Fotos, bevor das Objekt plötzlich verschwand. Die Bilder wurden später in den lokalen Zeitungen veröffentlicht, aber viele Leute waren skeptisch und glaubten, dass es sich um Wetterballons oder ähnliche Objekte handelte, die bei bestimmten Lichtverhältnissen wie Raumschiffe aussahen. Doch an diesem Tag waren weder Wetterballons noch Luftschiffe oder andere Objekte am Himmel über dem Wald zu sehen. Gruselig, was? Es gibt mehr als eine Lagerfeuerlegende in dieser Region. Wer sich zu weit in die dunklen Tiefen des unheimlichen Ortes vorwagt, kehrt oft nicht mehr zurück, daher der Spitzname. Einmal soll ein Schäfer mit seinen 200 Schafen in den Wald gegangen sein und sie wurden nie wieder gesehen. Es gibt auch Gerüchte über ein 5-jähriges Mädchen, das eines Tages verschwand und 5 Jahre später in denselben Kleidern wie am Tag ihres Verschwindens wieder auftauchte, ohne um einen Tag gealtert zu sein. Es gibt Menschen, die in den Wald gegangen sind und es geschafft haben, zurückzukehren, aber mit schweren Verbrennungen, hohem Fieber und anderen Gesundheitsproblemen, die sie vorher nicht hatten. Einige glauben, dass dies auf die hohe natürliche Radioaktivität des Untergrunds durch das Uran im Wald zurückzuführen ist. Andere halten es für nicht ungewöhnlich, dass man sich im Wald beobachtet fühlt oder dass elektronische Geräte plötzlich nicht mehr funktionieren. Aber eines ist keine Legende: Der Wald hat eine wechselvolle Geschichte. Einigen Quellen zufolge befand sich hier die älteste Siedlung Rumäniens, die auf das Jahr 6500 vor Christus datiert wird. Auch die Bäume selbst geben Rätsel auf, denn sie wachsen in ungewöhnlichen Mustern wie wirbelnden Spiralen oder Zickzackformationen. Trotz intensiver Forschung ist es der Wissenschaft bis heute nicht gelungen, dafür eine schlüssige Erklärung zu finden. Wenn man nicht genau hinschaut, sieht es fast so aus, als würden die Äste der Bäume nach einem greifen. Interessanterweise drehen sich alle diese krummen Bäume im Uhrzeigersinn. Die Legende besagt, dass in einem bestimmten Teil des Waldes, in dem es weder Bäume noch andere Vegetation gibt, viele unerklärliche Dinge geschehen sind. Es ist ein perfekter Kreis mit dem Namen The Clearing, ein passender Titel für einen Horrorfilm, der von all diesen Geschichten inspiriert ist. Der Boden in diesem vegetationslosen Gebiet wurde untersucht und niemand hat irgendwelche seltsamen Dinge oder Anomalien gefunden, die das Wachstum von Pflanzen verhindern könnten. Einige Einheimische glauben an die positive Energie des Waldes und empfehlen, sich dort etwas zu wünschen. Andere erzählen Geschichten über paranormale Aktivitäten, wie mysteriöse Kugeln, die mitten im Wald auftauchen oder außerirdische Lichter. Wie du es auch drehst und wendest, du und dein Schloss Dracula bleibt außen vor, denn es gibt noch viele andere gruselige Geschichten da draußen. Ein Grund mehr, heute Nacht unruhig zu schlafen. Die Puppeninsel oder Isla de las Muñecas, eine kleine Insel inmitten der unheimlichen und dunklen Kanäle in der Nähe von Mexiko-Stadt.
Auf den ersten Blick wirkt sie idyllisch, doch bei näherem Hinsehen entdeckt man hunderte von verwitterten Puppen, die an Bäumen hängen und verstreut in der wilden Vegetation liegen. Die Puppen sind alt und verfallen, ihre Farbe ist verblasst und ihre einst fröhlichen Gesichter sind zu verzweifelten und schrecklichen Fratzen verzerrt. Hinter diesem unheimlichen Ort verbirgt sich eine traurige Geschichte. Es wird erzählt, dass die Insel einst von einem einsamen Mann bewohnt wurde, der vor mehr als 50 Jahren seine Familie verließ, um allein auf der Insel zu leben. Er war besessen davon, verlorene Puppen aus dem Kanal zu sammeln und verkaufte sogar selbst angebaute Produkte, um mehr Puppen kaufen zu können. Der Mann kümmerte sich nicht um die Puppen und hatte auch kein Interesse daran, sie zu reparieren. Er schmückte einfach seine Insel mit ihnen, egal in welchem Zustand sie waren. Selbst die, die noch gut aussahen, waren von Wind und Regen beschädigt. Auch in seiner Hütte wimmelte es von gruseligen Puppen. Viele Menschen fürchteten sich vor diesem Ort und behaupteten, er sei verflucht, während andere glaubten, die Puppen würden die Insel beschützen. In einem Vorort im Norden Londons liegt der geheimnisvolle Highgate Cemetery. Sicher kein typischer Friedhof, auf dem Verstorbene ihre letzte Ruhe finden. Die Ruhestätte beherbergt viele besondere Gräber, darunter die von Karl Marx und Douglas Adams, aber nicht diese ziehen die Besucher an. Die Menschen kommen wegen der Legenden über unheimliche Kreaturen, darunter Vampire, die hier ihr Unwesen treiben sollen. Geschichten über schattenhafte Gestalten mit rotglühenden Augen und scharfen Reißzähnen, die über Gräber schweben, sind einfach zeitlos faszinierend. Dieser Ort war nicht immer unheimlich. Im 19. Jahrhundert angelegt, war er verlassen und von Unkraut überwuchert, mit bröckelnden Denkmälern und einer Vegetation, die die Gräber zu verschlingen schien. Erst in den 70er Jahren, als der Friedhof in mehreren Horrorfilmen auftauchte, wurden diese Legenden und der Ort selbst populär. Manche Besucher bezeichnen sich sogar als Vampirjäger. Das friedliche und charmante Dorf Luckley liegt nur eine kurze Autofahrt von London entfernt, doch auf den ersten Blick könnte man meinen, es sei das am stärksten von Geistern heimgesuchte Dorf Englands. Bei einem Spaziergang durch die verwinkelten Gassen stößt man auf zahlreiche Orte, an denen es der Legende nach spukt. Viele dieser Orte sind mit der Familie Daring verbunden, die über 4 Jahrhunderte den Titel Lords of the Manor trug. Die Rundbogenfenster vieler Gebäude vermitteln das Gefühl, in längst vergangenen Zeiten zu leben. Der Überlieferung nach entkam Lord Daring vor Hunderten von Jahren seinen Feinden, indem er nach seiner Gefangennahme kopfüber aus einem der Fenster sprang. Als Hommage an seine waghalsige Tat wurden alle Fenster des Herrenhauses und des Dorfes im gleichen Stil gestaltet. Obwohl das Herrenhaus 1951 abbrannte, lebt das Erbe von Lord Darings Fluch in dem charmanten Dorf Blackley weiter. Es gibt viele Legenden über paranormale Ereignisse, die sich in diesem Dorf ereignen. Bei Salar de Uyuni würdest du glauben, dass du auf einem großen Spiegel stehst, aber in Wirklichkeit ist es eine Salzfläche von mehr als 10.000 Quadratkilometern. Sie befindet sich in Bolivien, dem höchstgelegenen Land Südamerikas. Dieser natürliche Spiegel ist ein Überbleibsel von prähistorischen Seen, die vor langer Zeit ausgetrocknet sind. Auch wenn die Fläche flach aussieht, hat die GPS-Technologie bewiesen, dass es kleine Verwerfungen gibt, die aber weniger als einen Zentimeter ausmachen. Der Ort ist komplett ausgetrocknet und etwa 10 Milliarden Tonnen Salz blieben zurück. Wenn du zur richtigen Zeit dort bist, steht auf einigen der nahegelegenen Seen eine dünne Wasserschicht, die den Spiegel des Himmels perfekt macht. Viele Einheimische bauen dort Salz und Lithium ab. Und wenn du schon mal da bist, dann besuche auch das erste Salzhotel der Welt. Du kannst einen echten Regenbogenberg in Peru sehen, der wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt ist. Der bunte Gipfel ist schwer zu erreichen, aber die blauen, roten, grünen, gelben und rosa Farben der Natur siehst du auch von unten und daran wirst du dich für immer erinnern.
Der Batara Gorge Wasserfall hat drei natürliche Brücken, über die man laufen und tolle Fotos machen kann und die auch zum Picknick einladen. Der Wasserfall entstand durch die Erosion von Kalkstein, was Millionen von Jahren dauerte. Heute sieht es so aus, als hätte jemand ein Loch in die Mitte geschlagen. Der Wasserfall befindet sich im Dorf Tanurin, das nur 2 Stunden von der Hauptstadt Beirut entfernt ist. Das Tote Meer hat im Vergleich zu anderen Meeren eine hohe Konzentration an Salz und Mineralien, auch wenn es technisch gesehen ein See ist. Darin zu schwimmen ist fast unmöglich, aber die Leute gehen da baden wegen der natürlichen Mineralstoffe, die gut für den Körper sind. An der Oberfläche zu treiben ist sehr entspannend. Dieses uralte Gewässer erhielt seinen Namen, weil darin keine makroskopischen Organismen leben können, denn es ist 9,6 mal salziger als die Ozeane. Nur ein paar Bakterien und Pilze erfreuen sich am Salz. Es ist auch die niedrigste Erhebung der Erde an Land mit 420 Metern unter dem Meeresspiegel. In Saudi-Arabien befindet sich ein Felsen, der perfekt in der Mitte gespalten ist und dessen 2 Teile parallel zueinander liegen. Was Al-Naslah so einzigartig macht, ist, dass er nicht künstlich hergestellt wurde, sondern von der Natur über Jahre hinweg geschaffen wurde. Dieser Gletscher sieht aus, als hätte jemand literweise rote Farbe in die Antarktis geschüttet. Aber es ist eine natürliche Farbe. Der Blutsturz ist das Ergebnis von extrem salzhaltigem Wasser, das mit Eisenoxid vermischt ist und so diese unheimliche Stimmung mitten im Nirgendwo erzeugt hat. In Hanoi, der Hauptstadt Vietnams, genießt du deinen Kaffee nur ein paar Meter entfernt von fahrenden Zügen. Die Einheimischen, die in diesem Viertel leben, müssen Acht geben, dass niemand auf den Gleisen steht, wenn der Zug 2-mal am Tag vorbeifährt. An einem überfüllten Tag müsstest du dich an eine Wand quetschen oder in einen der vielen Coffeeshops gehen. Gefrorene Blasen sind eine alltägliche Sache in Abraham Lake, Kanada. Sie sehen aus wie aus Gelee, bestehen aber aus Methangas, das von Bakterien produziert wird, die die Organismen fressen, die zum Grund sinken. Und dabei werden Methangasblasen freigesetzt. Aber weil die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt, frieren diese Blasen sofort ein. Es ist eigentlich nur ein schneller Gezeitenstrom, der durch 2 enge Felsen fließt. Die Gezeiten können bis zu 9 Meter steigen und der Wasserfall kehrt sich um, wenn die Gezeiten wechseln. Auch im Down Under befindet sich der größte freistehende Felsen der Welt. Er ist so groß, dass er wie ein Hügel aussieht. Sein Umfang misst 10 Kilometer und er ist 350 Meter hoch. Sein Rand ist durch die Erosion abgerundet, weil der Felsen da schon Ewigkeiten liegt. Der Antelope Canyon in Arizona, auch bekannt als der Ort, an dem Wasser durch Felsen fließt, besteht aus 2 Abschnitten. Der geschlitzte Canyon entstand im Laufe der Jahre, als Wasser durch den Sandstein floss und diese malerische Formation schuf. Auf den Philippinen in der Provinz Palawan kannst du in kristallklarem Wasser schwimmen und die beeindruckende Unterwasserwelt entdecken. Die Gemeinde Coron hat weiße Sandstrände mit vielen kleinen Booten, die entlang der atemberaubenden Landschaften schiffern. Tristan de Cunha ist ein kleiner vulkanischer Archipel im Atlantik mit den einzigen Nachbarstädten Buenos Aires, Argentinien und Kapstadt, Südafrika. Es dauert 7 Tage, um mit dem Schiff diesen einzigartigen Ort zu erreichen. Falls du mal der Welt entfliehen willst, wirst du dich bei den 280 Einheimischen fernab von allem fühlen. Eine Insel, die noch isolierter ist als Tristan de Cunha, ist Pitcairn Island. 2200 Kilometer von Tahiti entfernt, lebt dort eine Mischung aus Briten, Polynesiern und anderen pazifischen Inselbewohnern, die den vulkanischen Boden bewirtschaften. Es sind etwa 50 Inselbewohnerinnen. Die kleine Insel liegt im zweitgrößten Meeresschutzgebiet. Falls du einen Besuch planst, mach dich auf eine lange Seereise auf einem Versorgungsschiff gefasst, auf dem nur 12 Passagiere mitreisen können. Dieser verlassene märchenhafte Eisenbahntunnel in der Ukraine ist einer der romantischsten Orte, den du besuchen kannst. Wenn du da durchläufst, fühlst du dich wirklich wie im Märchen. Der kroatische Nationalpark Plitvica Seen ist eine große Touristenattraktion und ein Weltkulturerbe mit vielen einzigartigen Tieren und Pflanzen.
Dort sieht es aus wie in einer epischen Filmkulisse mit unendlichen Wasserfällen, die aus allen Richtungen fließen und klaren Seen rundherum. Der Baikalsee in Sibirien ist der älteste See der Welt und enthält 20% des ungefrorenen Süßwassers der Erde. Er ist auch der tiefste See der Welt mit einer Tiefe von 1646 Metern. Wegen seines Alters und seiner Abgeschiedenheit ist er einer der vielfältigsten Orte für Organismen. Mehr als 1300 Tierarten und 570 Pflanzenarten gedeihen dort. In Mexiko gibt es eine unterirdische Kristallhöhle, die wie eine interstellare Welt aussieht. Sie liegt etwa 300 Meter unter der Oberfläche. Die Kristallspitzen sind bis zu 10 Meter lang und wiegen bis zu 55 Tonnen. Es sind einige der größten Kristalle der Welt. Roter Sand macht diesen Strand einzigartig und ist der Grund, warum Touristen nach Tianjin, China strömen. Eine rot gefärbte Pflanze, die Suaye da Salsa heißt, wächst in diesem Salzwasser. Der gesamte Strand ist rot bedeckt und nur die oberste Schicht des Wassers ist sichtbar. Auch in China liegen die Tianzi-Berge, die Vorlage für einen berühmten Hollywood-Film waren. Diese einzigartigen Berge erstrecken sich über 50 Quadratkilometer in der Region Wulingyuan. Millionen von Jahren der Gesteinserosion haben diese beeindruckende Schönheit geschaffen. Ganz drüben im sonnigen Kalifornien liegt der Sequoia Nationalpark, die Heimat des Riesenwaldes. Den gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Mehr als 8000 dieser kolossalen Bäume beherrschen das Land, darunter 10 der größten lebenden Pflanzen der Welt. Der General Sherman Sequoia wird auf ein Alter von bis zu 2700 Jahren geschätzt und gilt als der größte bekannte lebende Baum der Welt, gemessen am Volumen. Auf Japans Katzeninsel leben weniger als 10 Menschen, aber über 120 Katzen. Die Insel liegt in einer abgelegenen Region und die Einheimischen lieben sie. Wenn du diesen Ort besuchst, solltest du unbedingt jemanden mitnehmen, der Katzen liebt. Jemen ist die Heimat der ältesten Wolkenkratzer der Welt und der ältesten Metropole. Die antike Stadt Shibam wird wegen der Lehmgebäude, die aus dem Wüstenboden ragen, als das Manhattan der Wüste bezeichnet. Diese Stadt wurde in der Antike als Karawanenstopp genutzt. Diese Lehmziegelgebäude sind 7 Stockwerke hoch und wurden aus fruchtbarer Erde, Heu und Wasser gebaut. Die Mischung wurde zu Ziegeln geformt und tagelang in der Sonne gebrannt. Im Erdgeschoss wurde das Vieh gehalten und Getreide gelagert. Die oberen Stockwerke waren Orte der Geselligkeit und der guten Aussicht. Die chemische Zusammensetzung der antiken heißen Quellen in Pamukkale, Türkei, lässt das Wasser, das über den Rand fließt, magisch erscheinen. Der Ort ist nicht nur gut für die Reinigung deines Körpers, sondern auch für deine Seele. Die Form und Entstehung dieser Felsen ist kein Ergebnis menschlicher Arbeit. Sie wurden durch intensive vulkanische Eruptionen geschaffen. In der Wissenschaft ist man sich noch nicht einig, warum sich der Giant's Causeway in Irland so geformt hat. Socotra ist eine außerirdisch anmutende Insel vor der Küste des Jemen im Indischen Ozean mit einem der einzigartigsten Bäume, der je entdeckt wurde. Er wird Drachenbaum genannt und wächst nur auf dieser Insel. Im Jahr 2008 wurde er zum Weltkulturerbe ernannt. Der schwarze Wasserfall in Island bekam seinen Namen wegen der dunklen Lavasäulen, die ihn umgeben. Die Basis des Wasserfalls hat scharfe Kanten. Seine gesamte Struktur war die Inspiration für die isländische Architektur, was du bei einigen ihrer berühmten Gebäude auch sehen kannst. Die Nord-Yungas-Straße in Bolivien ist eine der malerischsten und gefährlichsten Straßen der Welt. Stellen Sie sich vor, Sie radeln auf einem Klippenpfad in atemberaubender Höhe und blicken in der Ferne auf den üppigen bolivianischen Dschungel und die nebligen Berge. Was für eine Aussicht! Aber sobald Sie merken, dass Sie auf einer 10 Fuß breiten Straße unterwegs sind, von der einige noch nicht einmal asphaltiert sind, kann es sein, dass Sie Gänsehaut bekommen. Und das aus gutem Grund. Über 200 Menschen stürzen jedes Jahr auf diesem gefährlichen Bergaufstieg in den Tod. Und das Fehlen jeglicher Leitplanken hilft überhaupt nicht. Wenn Sie lieber zu Fuß unterwegs sind, sollten Sie die Husseini-Brücke in Pakistan in Betracht ziehen. Es ist offiziell die gefährlichste Hängebrücke der Welt.
aber bei weitem nicht die einzige im Land. Es ist eine lange und nervenaufreibende Überquerung des Lakaburit, bei der viele Bretter der Brücke fehlen und die gesamte Konstruktion bedrohlich im Wind knarrt. Dennoch ist der Ort zu einer wichtigen Touristenattraktion geworden, obwohl die alte und kaputte Brücke, die in der Nähe zu sehen ist, nur den Eindruck verstärkt, dass man unweigerlich ein schreiendes Ende erleiden wird. Nun, zumindest können Sie dankbar sein, dass der See darunter nicht der Natronsee in Tansania ist. Wenn Sie ins Wasser fallen, haben Sie immer noch eine Überlebenschance. Wenn Sie in Natronwasser fallen, nicht so sehr. Der pH-Wert liegt hier bei hautschmelzenden 10,5, was als Wasser durchgeht, ähnelt eher einer alkalischen Suppe. Kein Wunder, dass dieser Ort so friedlich ist. Hier möchte so gut wie nichts leben. Und dennoch kommen alle paar Saisons Schwärme von Flamingos zum Brüten zum Lake Natron. Und für diese Zeit wird er zu einem weiß-rosa Paradies. Positiv. Das kann man von der Danakil-Senke in Äthiopien nicht behaupten. Trotz seiner wunderschönen, jenseitigen Landschaft ist es vielleicht der einsamste Ort der Erde. Gelbe, orangefarbene und grüne Hügel bestehen aus Salz, Schwefel und Eisen und bieten Aussichten wie nirgendwo sonst auf der Welt. Doch die Kombination aus Temperatur und giftigen Mineralien macht diesen Ort absolut unbewohnbar. Forscher, die hierher kommen, haben in diesem Tal nicht einmal mikroskopisch kleines Leben gefunden. Wirklich, wie ein anderer Planet. Wunderschön und trostlos. Auf der anderen Seite gibt es eine Insel, auf der es vor Leben sprüht, auf der man aber trotzdem nicht sein möchte. Sie heißt Snake Island und der Name ist Programm. Sie ist voller Schlangen. Tatsächlich gibt es so viele davon, insbesondere die giftigen Sorten, dass Brasilien allen Besuchern den Zutritt zur Insel verboten hat. Aber selbst wenn es nicht abgesperrt wäre, würden nicht viele den Mut haben, an einen Ort zu gehen, an dem ein einziger Schritt vor der Küste einen giftigen Biss verursachen könnte. Ich wette, dass der Fly Geyser mitten in der Wüste von Nevada teilweise deshalb entstanden ist, weil die Menschen darauf eifersüchtig wurden. Dieser Ort war nur ein weiteres Stück Wüste, bis 1916 Menschen hierher kamen, um einen Brunnen zu bohren. Doch schnell erkannten sie ihren Irrtum. Das Wasser kam kochend heiß und ungenießbar zum Trinken heraus. 50 Jahre später gab es einen weiteren Versuch, aber das Gleiche geschah. Wir lernen nicht, oder? Jedenfalls hörte das heiße Wasser nie auf, aus der Erde zu sprudeln. Und heute haben wir einen riesigen Geysirhaufen in den Farben Rot, Orange und Gelb. Ich sage, lass uns eine Pause von Dingen machen, die dich beißen, verbrennen oder zerquetschen könnten. Und einen Spaziergang in einem ruhigen Wald machen. Wir sind in Japan und es ist der Sagano-Bambuswald. Ein wunderbarer Naturpark, in dem man nicht anders kann, als seine Stimme zu dämpfen und einfach nur hinzusehen. Und hören Sie auch zu, denn das Geräusch des Windes in den Bambusbäumen ist die erste offiziell anerkannte Geräuschkulisse überhaupt. Umso überraschender ist es, einen solchen Ort nur eine halbe Autostunde von Kyoto entfernt zu finden. Einer der geschäftigsten Städte des Landes. Atmen Sie jetzt tief die frische Luft ein. Sie werden sie brauchen. Wir gehen unter Wasser. Schauen Sie sich das Great Blue Hole an. Offenbar von Captain Obvious benannt. Es ist einer der schönsten Orte auf dem Planeten. Dieses riesige Erdloch liegt vor der Küste von Belize und ist eine riesige Touristenattraktion, die besonders bei Tauchern beliebt ist. Eigentlich handelt es sich um ein ganzes Höhlensystem und man sagt, dass es umso seltsamer und malerischer wird, je tiefer man eintaucht. Aber Vorsicht, er ist auch bei Haien beliebt und sowohl Bullenhaie als auch Hammerhaie wurden hier schon mehr als einmal gesichtet. Hier. Schnappen Sie sich ein Handtuch und bereiten Sie sich auf ein Barbecue vor. Der Darwaza-Gaskrater wartet auf Sie. Wieder ein riesiges Loch, dieses Mal im Boden und brennend. Vor über 50 Jahren fanden Geologen diese Stelle in Turkmenien, Zentralasien und waren ziemlich beunruhigt. Unter der Erde befanden sich riesige Vorkommen von Methan, einem leicht entzündlichen Gas. Sie zündeten es an, um die Ausbreitung des Gases zu verhindern, und seitdem brennt das Loch weiter. Es ist über 200 Fuß breit und 100 Fuß tief und niemand weiß, wann ihm endlich der Treibstoff ausgehen wird. Ist es wieder zu heiß? Dann lasst uns doch ein bisschen mit Quallen schwimmen gehen. Der Name Jellyfish Lake auf einer der Rock Islands in Palau lässt sich perfekt beschreiben. Im Jahr 2005 gab es hier etwa 30 Millionen dieser Tiere. Obwohl heute nur noch 700.000 von ihnen übrig sind, wächst ihre Zahl
und Touristen können tatsächlich mit ihnen schwimmen, bis sie gestochen werden. Okay, ein Scherz, diese Quallen haben keinen Stachel, also ist es ungefährlich. Bis sie sich natürlich dazu entschließen, Stacheln zu züchten. Aus der Tiefe gehen wir noch tiefer. Die Gomantong-Höhlen sind unser nächster Halt. Das Höhlensystem auf der Insel Borneo könnte Batmans Versteck gewesen sein, wenn man bedenkt, wie viele Fledermäuse dort leben. Nachts fliegen diese nachtaktiven Tiere zu Tausenden aus der Höhle, sodass sie sich fragen, warum sie immer noch dort sind und sie beobachten. Aber wenn sie den Mut haben, in die Höhle hineinzugehen, können sie die Vielfalt, die uns die Natur bietet, wirklich bestaunen. Denn dort, auf dem Boden und den Wänden der Höhle, liegen Unmengen von Fledermauskot, der Millionen von Kakerlaken, Parasiten und Riesentausendfüßlern Nahrung und Zuhause bietet. Wunderbar. Okay, ich bin hier raus. Wenn Sie genauso entfliehen möchten wie ich, ist dies ein Ort für Sie. Der Medellin-Nationalpark in Bolivien. Es ist eines der größten Schutzgebiete Südamerikas und beherbergt eine große Vielfalt an Tieren, Vögeln und Insekten. Ich könnte auf die Mücken verzichten, aber es ist immer noch einer der wenigen Orte, an denen man wilde Agas, Affen, Wasserschweine und Dutzende anderer Kreaturen sehen kann. Dennoch ist es besser, vorsichtig zu sein, denn wilde Tiere freuen sich nicht immer, sie zu sehen. Und es gibt bekannte Fälle von Angriffen auf Touristen. Wollten Sie sich schon immer wie Frodo Beutlin in Mittelerde fühlen? Hier ist Ihre Chance. In Island gibt es einen schlummernden Vulkan namens Trinukagigur, der Gäste zu einer Teeparty willkommen heißt. Verwechseln Sie dies nicht mit einem anderen berüchtigten isländischen Vulkan, dem Eyjafjallajökull. Ja, es ist leicht, sie zu verwechseln. Sie klingen so ähnlich. Hier werden Touristen tatsächlich in den Vulkan hineingeführt und verbringen fast eine Stunde im Inneren und betrachten die magmatische Landschaft. Man sagt, Trinukagigur kann nicht plötzlich aufwachen, aber wer weiß. Vergessen Sie nicht, für alle Fälle den Ring der Macht mitzubringen. Vom untersten Kerker bis zum höchsten Gipfel. Und hier sind wir am Berg Hua in China. Sie wird nicht umsonst als die gefährlichste Wanderung der Welt bezeichnet. Sie ist hoch, sie ist wahnsinnig gruselig und es ist eine Wanderung. Auf einer Höhe von 7000 Fuß, die mich bereits zum Nachdenken bringt, sind mehrere Holzbretter in die steile Wand des Berges genagelt. Wenn Sie am Anfang der Wanderung ankommen, legen Sie Ihre Sicherheitsausrüstung an und stellen fest, dass es kein Zurück mehr gibt. Sie müssen den ganzen Weg laufen und dann zurück. Aber wenn Sie Glück haben, sehen Sie eine Menschenmenge von Hunderten von Touristen und beschließen, nicht stundenlang darauf zu warten, bis sie an der Reihe sind. Um Sie wirklich zu gruseln, nehme ich Sie schließlich mit nach Pripyat in der Ukraine. Wenn Sie die Fernsehsendung Tschernobyl gesehen haben, wissen Sie wahrscheinlich, was in dieser Gegend passiert ist. Wenn Sie es nicht gesehen haben, wird es nicht zu einer Kernschmelze kommen. Große Teile der Stadt sind für Besucher noch immer gesperrt. Es gibt aber bereits Führungen durch den Ort. So eindringlich sie auch ist, die Landschaft hat eine gewisse magnetische Kraft. Die Stille zwingt sie dazu, so ruhig wie möglich zu bleiben. Außerdem können sie mit eigenen Augen sehen, was passiert, wenn Menschen eine ganze Stadt verlassen. Die Natur holt sich zurück, was ihr einst gehörte. Kriechende Ranken entlang der Wände und Laternenpfähle, Bäume und Büsche sprießen unter dem Beton hervor. Und die Hauptattraktion an diesem verlassenen Ort ist das rostige alte Riesenreit. Das bringt mich sicher zum Zittern.